Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kali und Max. Hallo. Hallo. Der ein oder andere, der diese Folge zeitnah zur Veröffentlichung hört, der wird sich denken, Nanu, war das schon Sommerpause bei Wiederaufführung? Was war los? Denn wir sind ein bisschen spät dran. Eigentlich ist ja der Plan, immer zum letzten Sonntag im Monat zu veröffentlichen. Das hat letzten Monat nicht geklappt und auch quasi diesen Monat nicht. Das sind die Monate Juni und Juli 2020. Aber hat aber auch die gleichen Grund gehabt, also von daher. Ja, denn ich hatte eine tierische Begegnung. Das klingt jetzt Alligator. Aber wer das erwartet, schraub mal bitte seine Erwartungen runter. Das können die Leute auch denken. Aber keine Sorge, ich möchte schon mal sagen, es war nicht der lebensgefährliche Meerschweinchenbiss. Ja, ich wurde von einer Katze gebissen und das ist leider nicht so gut verheilt, deswegen musste ich zweimal ins Krankenhaus und bla 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 bla. Ja, kann ich sagen, mit OPs und allem. Das heißt, uns wirkt das wirklich ein bisschen kleinlich. Ja, also genau. Das war der Grund, warum ich nicht in der gesundheitlichen Verfassung war aufzunehmen. Und jetzt gibt es hier eine Antibiotika-Folge. Genau, deswegen sind wir jetzt eben, hat sich unser Plan ordentlich verschoben. Eigentlich hätte diese Folge Ende Juni erscheinen sollen. Und für den Juli hatten wir eigentlich die Erbin vorgesehen, der jetzt nochmal quasi doppelt aktuell ist durch Olivia de Havilland, die verstorben ist mit 104 Jahren. Meine Güte. Hm. Und wer weiß, wenn wir die Folge quasi rechtzeitig aufgenommen hätten, hätten wir es noch gar nicht gewusst. Ja, das kurz einmal zu dieser Verschiebungsgeschichte. Und wenn ihr das jetzt halt irgendwann Jahre, Monate, Wochen später hört, dann ist euch das ja vielleicht egal. So ist es, Max. Nicht wahr? Ich habe mir heute wieder einen kleinen Zettel gemacht. Da gehe ich nachher mal ordentlich drauf ein. Wir werden heute sprechen, ihr habt schon die Folgentitel gelesen, über den Film Ich bei Tag und Du bei Nacht. Haben wir auch schon in den letzten Folgen angekündigt. Und kommen wir wieder zu den tollen Fragen. Kali, hast du von diesem Film schon mal gehört? Natürlich nicht. Aber von dem, was du mir erzählt hast, habe ich im ersten Moment an die taiwanesische Serie Meet Me at 1006 denken müssen, bis du mir dann erklärt hast, dass es nicht übernatürlich ist. Also von daher. Also meine Erwartung ist runtergegangen. Ja. Weil die Serie war wirklich richtig gut. Okay, da weiß ich gar nicht, was ich jetzt darauf fragen soll. Also, ich ja, weiß ich nicht, ob ich den Film kannte. Mir ist er halt quasi auf das Radar gekommen, als ich mitbekommen habe, dass der auf Blu-ray veröffentlicht wird, weil ich so halbwegs ja, bewusst verfolge, was so an von der Murnau-Stiftung restaurierten Filmen eben so rausgebracht wird in Deutschland. Und das ist in den letzten ja, Monaten und Jahren doch schon ganz, also finde ich, verhältnismäßig guter Output, denn das ist jetzt hier erschienen, Ich bei Tag und Du bei Nacht als Blu-ray bei Concord in der Classic Selection. Und dann gibt es aber auch nochmal ein paar Dinger, die, ich glaube, die Transit Classics oder Deluxe Edition, da sind es auch Filme von der Murnau Stiftung, was so geht, die kommen dann bei Leonine, vormals Universum Film AG UFA eben raus. Ja, und ich hatte ja angekündigt, ich mache die, sozusagen jede zweite Folge gibt es dann von mir eben den alten deutschen Film hier und wir tasten uns so durch die Vorkriegszeit, Zeit der Machtübernahme der Nazis, Machtergreifung, um eben mal wieder zu gucken, so ja, was hat denn der Film eigentlich so gemacht in der Zeit? Was ist denn so deine Erwartungshaltung bei diesem Film? Was für eine Erwartungshaltung? Ist das eine gute Frage? Ja, ich habe gedacht, das ist eine, ja, klingt wie eine lustige Verwechslungskomödie tatsächlich. Ja, ich habe keine Erwartung. Ich habe, dadurch, dass ich den Film nicht kenne, habe ich keine Erwartung. Ich kann ehrlich gesagt nicht so viel sagen, wie du gerne hören möchtest, glaube ich. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich viel hören möchte, aber um das vielleicht nochmal abzustecken und ich hoffe, ich denke nachher, ja, wenn wir dann den Film geschaut haben, daran vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Ja, ich habe mich jetzt persönlich so darauf konzentriert, dass sich ein Zimmer teilen, dass sie sozusagen immer nachts darin schläft und eher nur am Tag. Und deswegen kam ich auf die Serie auch so vom Gedankensprung her. Ja, fand ich eine interessante Prämisse, aber ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen diese ausschlaggebende Motivation für den Film letztendlich bis zum Ende ist, ob das wirklich jetzt so
damit viel zu tun hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht einschätzen. Bin gespannt. Wir sind, ja genau, wir sind gespannt. Bei mir ist eigentlich ähnlich, ja, das Thema, weiß gar nicht, ob Verwechslungskomödie, aber auch, also Komödie, Liebschaft und ich nehme an, die beiden werden irgendwie zusammenkommen. Das ist so mein Gedanke bei diesem Film. Ne, so ein heiterer Film. Wann war der nochmal genau? Eine Liebschaft 32 sind wir jetzt, glaube ich. Ich gucke mal auch noch schnell mit drauf die Disc, aber das steht ja da, glaube ich, nämlich lustigerweise gar nicht drauf. Ich glaube, 32, das werden wir dann gleich, wenn wir den Film geschaut haben, nochmal sagen. Und hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? So, nö, ich bin wunschensglücklich. Hier reinbegeben, genau, 1932, Uraufführung November 32. Ich bei Tag und du bei Nacht. Wiederaufführungstypisch. Werden wir jetzt gleich Pause drücken, uns den Film mal gucken, dann drücken wir wieder Start bei der Aufnahme und dann habe ich noch ein paar Sachen mal wieder recherchiert, in großen Anführungszeichen, wieder mir ein paar Namen hinter und vor der Kamera angeguckt. Warum hast du die jetzt noch nicht erwähnt? Das mache ich dann. Was bist du, hab ich mir gedacht. Besprechen dann den Film und dann haben wir noch so ein bisschen drumherum, was so Thema Gastspiele angeht. Und was sonst so los war in der Welt. Oh, täglich Thema Gastspiele, da bin ich aber interessiert. Ja, sei gespannt. Das hört ihr nachher. Ja, das habe ich mich offenbart, dass die Zettel die zu sich bekommen. So, dann gucken wir jetzt erstmal Ich bei Tag und du bei Nacht. Und wir haben den Film geschaut. Da sind wir wieder. Als wären wir sonntags im Kino gewesen. Ja, Ich bei Tag und du bei Nacht aus dem Jahr 1932, ein Film von Ludwig Berger. Ludwig Berger hat unter anderem 1933, also mehr darauf, den Film Walzerkrieg gemacht, den ich sehr empfehlen kann, der mich stark beeindruckt hat, als ich den gesehen habe, den wir aber nicht besprechen werden. Und er war mal als Regisseur mit dabei, anteilig bei Der Dieb von Bagdad 1940 mit Konrad Veit. Konrad Veit, oh, den hatten wir auch schon hier, ne? Wenn es nicht Kabinett des Dr. Caligari und der Kongress tanzt. Ist aber anscheinend mehr so, oder auch dem Theater sehr verbunden gewesen und so weiter. Ja, ein bisschen was zu ein paar Personen noch hinter der Kamera. Der Film ist wieder mal produziert von Erich Pommer, eben dem Mann der Ufa sozusagen. Und auch die Bauten sind wieder von Otto Hunte. Das sind so zwei Namen, die eigentlich übertrieben jetzt bei jeder UFA-Großproduktion auftauchen. Also Erich Pommer schon deswegen, weil er halt der Produzent war und der Chef der UFA. Letztes Mal bei der Kongress tanzt hatte ich ja dieses tolle Schauspieler-A-Z-Buch aus der DDR dabei gehabt. Hast du es jetzt verloren? Nee, nicht ganz, aber da waren tatsächlich nicht alle oder die Leute, die ich nachgucken wollte, drin. Eigentlich wollte ich nur Käthe von Natsch nachgucken. Also in den Hauptrollen in dem Film Ich bei Tag, du bei Nacht ist Willi Fritsch als Hans und Käthe von Natsch, also N-A-G-Y, die spielt Grete. Und das muss ich mir nachher nochmal kurz merken. Ich habe nämlich kurz den Eindruck gehabt, warte mal, Hans und Grete klingt ja ein bisschen wie Hänsel und Gretel, ne? Das schreibe ich mir mal direkt auf, damit ich nachher nochmal dran denke. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Anspielung drauf ist. Das werden wir, das ist noch zu ermitteln. Kann ja auch einfach sein, dass es auch wirklich häufige Namen dieser Zeit sind. Ne? Und auf dem Cover der Blu-ray, der DVD, sind noch die Comedian Harmonists als dritte große Rolle angegeben. Ich glaube, das war damals, also wer weiß, wie das, also ich weiß nicht, wie das Plakat damals aussah, aber und vielleicht sind die mit erwähnt worden, die Comedian Harmonists, aber ich glaube, so wie sie jetzt hier angeordnet sind, ist das eher wegen ihrer anhaltenden Bekanntheit. Ludwig Berger, Erich Pommer, Otto Hunte, der eine Nebendarsteller, bei dem ich auch schon wieder vergessen habe, wie er hieß, aber wo du mal gesagt hast, den verstehst du nicht so richtig. Walter? Naja, ich habe mich hier für ihn notiert, Berliner Schnauze, und einfach habe ich habe ihn deswegen notiert, der heißt Friedrich Gnas oder Gnas, weiß ich nicht genau, mit SZ. Der ist mir sofort ins Auge gefallen und ins Ohr gedrungen mit eben seiner Aussprache. Da habe ich gedacht, den kenne ich irgendwoher, den habe ich schon mal gesehen. Und meine Vermutung war richtig, in M spielt er auch mit, also im Jahr davor, 1931. Den Film haben wir auch schon besprochen. Und ich mag das total, so dieses, dass eben nicht einfach glatt Hochdeutsch gesprochen wird, sondern schön dieser Dialekt da voll durchhämmert. Wie ging es dir trotz der Verständnisschwierigkeit?
Also ich hätte weniger Probleme gehabt wegen dem Berliner Dialekt. Also Berliner Dialekt verstehe ich recht gut. Ich hatte mit der Tonabmischung manchmal teilweise echt zu kämpfen gehabt. Aber ich habe es allgemein auch im deutschen Kino sehr, sehr häufig, dass ich am liebsten mit Untertiteln gucken möchte bei vielen Leuten. Das ist bei mir ein generelles Problem mit Deutsch. Deswegen gucke ich das nicht so gerne. Also hier muss man auch ganz klar sagen, das ist nicht einfach die Tonabmischung, das ist einfach der Zustand des Tons oder der Tonspur, der ist halt, also ich weiß nicht, wie viel Zeit und Kraft sie da reinstecken konnten, die noch aufzupolieren oder wiederherzustellen. Es gibt eine Stelle im Film, da gibt es nur Untertitel, da ist halt gar kein Ton mehr vorhanden. Also ist schon im recht schlechten Zustand. Im Verhältnis zum Beispiel zu einer ganz normalen heutigen Produktion, sage ich jetzt mal. Na gut, das ist jetzt ein fetter Vergleich, selbst zur heutigen Produktion ist ja auch unfair, ne? Aber nö, nicht grundsätzlich. Also du kriegst auch so eine alten, also je nach, der hängt einfach vom Zustand ab, wie so diese alten Materialien da noch vorliegen, dass man da eben noch rausholen kann, ohne dass ich jetzt wüsste, wie jetzt die konkreten technischen Schritte dann aussehen. Diese Ausbildung habe ich auch nicht genossen. Aber man kann ja eben mit Handwerk da ordentlich noch was rausholen. Aber hier nehme ich mal, ist das einfach alles auch schon im ziemlich ramponierten Zustand gewesen oder das, was eben noch erhalten ist überhaupt. Und dementsprechend, abgesehen davon, ob man dann auch bei einer Top-Tonspur die verstanden hätte oder nicht, muss man eben auch sagen, ist einfach der grundlegende Zustand der Tonspur eben nicht der allerbeste. In der Hinsicht kann man eigentlich froh sein, dass der Film überhaupt eben verfügbar ist, noch oder wieder. Ja. Okay. Aber ich glaube, ich stimme zu, dass ich finde persönlich auch Dialekte immer sehr reizvoll. Also teilweise. Nee, warte, also nicht immer. Es kommt auf den Dialekt an. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne höre, ist so Hamburger Dialekt, weil den hat man ja nur gar keine Probleme, den zu verstehen. Der geht wirklich leicht. Schön nordisch. Naja, und wenn sie dann das Platt abfallen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte in der Schule noch Plattdeutsch gelernt. Also. Ja, ich glaube, man konnte das bei uns irgendwie, oder in der Grundschule zumindest, im Gymnasium dann nicht mehr. Oder wüsste ich zumindest nicht. Da war ein eigenes Fach 2 Jahre lang. Also ich kann es jetzt nicht sprechen, aber ich kann es verstehen. Also das reicht mir schon. Ich kann so ein bisschen so tun, als könnte ich das lesen. Also laut vorlesen. Na, ich bin ja der Ansicht, dass wir in unserer Ecke ja nicht wirklich einen Dialekt haben. Also wir haben zwar, wir haben einen Dialekt, aber der ist jetzt nicht so ausgeprägt. Also ich finde schon, dass wir hier sehr Hochdeutsch reden von Natura, was wir manchmal ein paar Endungen ziehen oder verschlucken, aber an sich reden wir relativ Hochdeutsch. Das ist jetzt nicht wie Hessisch oder Bayerisch, das ist sehr markant, ist so in der Art. Genau, also hier die Berliner Schnauze Friedrich Knaas in M, wie gesagt, und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt und bin darüber gestolpert, er hat anscheinend auch in Leuchtfeuer mitgespielt, da habe ich ihn aber jetzt so nicht ganz so präsent. Ein Film, von dem ich auch sehr angetan war, liegt auch im Archiv rum, Leuchtfeuer. Von Wolfgang Staudte von 54, glaube ich, war der, also das ist ja auch vertreten. Und genau, unsere beiden Hauptdarsteller, Willy Fritsch, was so zu ihm sozusagen war, hatte ich ja schon bei der Kongresstanz ausgeführt, brauche ich also nicht wiederholen, kann man einfach die vorletzte Folge nochmal reinhören. Aber Käthe von Natsch, da wollte ich 2 Sätze sagen, die stand nämlich, wie gesagt, nicht in dem Schauspieler A-Z-Büchlein. War anscheinend, warum auch immer, nicht bedeutend genug für dieses Buch. Geboren 1904 und jetzt kommen diese Fremdsprachenkenntnisse im heutigen Subotica, ist irgendwo in Serbien, heute ist das Serbien, nahe der Grenze, Ungarisch Szabadka. Und vor allem Frühjahr, das heißt von ungefähr 1740 bis 1918, also zum Ende des Ersten Weltkrieges, hieß diese Stadt Maria Theresiopol. Theresiopel, nicht Pol. Ich will mal Pol sagen, aber Theresiopel. Mhm. Maria Theresia, was ist Mutter Maria Gnaden, ne? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, da stammt sie her. Sie ist also, wie das eben so häufig ist, in hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass eben die Damen, die Darsteller sind häufig gar keine Deutschen oder die großen Stars sind nicht unbedingt die Deutschen, nachher auch gerade oder nachher dann im Nazi-Kino wenige Jahre später. Obwohl ich das Gefühl habe, dass sie trotzdem deutschsprachig aufgewachsen ist. Also sie hat jetzt keinen Dialekt oder Akzent gehabt. Also ich habe das nur kurz überflogen gehabt bei Wikipedia. Es gab irgendwie, sie ist über Budapest nach Berlin gelangt, auch irgendwie anscheinend gegen den Willen der Eltern oder so. Da wollte sie nicht so das machen, was man für sie vorgesehen hatte sozusagen. Wollte sie Schauspielerin werden und die Eltern haben gesagt, nee, du lässt was Anständiges. Zugespitzt und ganz grob wahrscheinlich kommt das sogar hin. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, habe mir nur 2, 3 Stichpunkte gemacht. 1927 hat sie ihre erste Filmrolle gehabt und das Duo Willy Fritsch, Käthe von Natsch, zum ersten Mal aufgetreten, 1931 in Ihre Hoheit befiehlt und Ronny.
Und dann eben Ich bei Tag und Du bei Nacht und dann noch drei weitere Filme. Ah, ist das damals so gewesen, dass du auch mal ein festes Duo hattest, was vor der Kamera war? Oder ist es eher sozusagen, dass aus dem gleichen Pool immer gefischt wurde und dass jeder eigentlich mit jedem mal tausendmal zu sehen war? Na, nicht jeder mit Team. Also wir hatten das ja auch hier mit Lillian Harvey und Willi Fritsch, dass die ja auch so mit das Traumpaar durchaus waren. Ja, und die UFA hat halt sich Leute gesucht, die sie zu Stars machen konnte. Ne? So ein Johannes Heesters nachher, Heinz Rühmann. Wobei Heinz Rühmann bin ich zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher, ob der dann nur UFA gemacht hat, weil ja, die haben, glaube ich, der hat, glaube ich, seine eigene Produktionsfirma. Also das war jetzt gar nicht die Frage. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel Talagox gucke, also philippinische Filme, da hast du relativ häufig mal so ein Pairing, dass du halt, dass halt irgendwie, wenn du den bei den Einschaltquoten oder Besucherzahlen ein Pärchen besonders gut ankommt, dann kannst du davon ausgehen, dass die nächsten 10 Filme immer nur mit diesem Pärchen sind, als Beispiel. Mhm. Dass die halt so immer für dieses feste Team dann sozusagen ist als Marke, was teilweise befremdlich ist, wenn du halt verschiedene Filme guckst und hast immer die gleichen Leute da stehen. Und ja, und dann sozusagen, wenn die sich dann erst splitten, von sich aus ihre eigenen Wege eingehen möchten, dann werden die halt entweder neu gepaart oder die packen die verschiedensten Genres aus. Und ich sag mal so, das wäre das eine Beispiel. Und das andere Beispiel, was ich jetzt meinte, wäre so klassisch deutsch, dass du halt ein festes Schauspielerensemble hast und dann verwechselt sich das halt immer so ein bisschen ab. So, aber dadurch, dass halt nur ein relativ übersichtliches Ensemble ist, arbeiten dann sozusagen Leute immer wieder miteinander zusammen, aber sind aber an sich nicht festgesetzt, so wie jetzt bei den Talagox, wo du weißt, aha, nur die werden jetzt die nächsten 10 Filme machen oder so. Das war meine Frage. Nee, also ich weiß es auch nicht ganz hundertprozentig, aber mein Gedanke ist halt, ne, die UFA ist halt das große Studio. Da gehen die Leute hin, da werden sie zu den Megastars ihrer Zeit. Und ja, wenn du dann eben, wie gesagt, hier, ne, die haben jetzt ein paar Mal zusammengearbeitet, aber nicht ausschließlich. Und ich nehme an, die haben dann vielleicht auch so Studio oder vielleicht Studioverträge gehabt, sodass sie gesagt haben, hier, wir machen mit dir 2, 3 Filme oder sowas. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Da kann man sich an anderer Stelle schlau machen. Käthe von Natsch ist im Dezember 73 in L.A. gestorben. Hat also auch nicht ganz 70 geworden. Ich fand sie sehr hübsch. Ja. Also das war wirklich auffallend hübsch. Und dafür hat sie nicht mal unbedingt dieses Kleid zum Schluss gebraucht. Das stimmt. Also sie hat ein wirklich schönes Gesicht gehabt und eine schöne Figur. Also fand ich wirklich sehr hübsch. Ja. Könnte auch gut kurze Haare tragen, was nicht jeder von sich behaupten kann. es war auf jeden Fall auffällig. So. Möchtest du eine kleine Inhaltsangabe machen oder soll ich das versuchen? Oder? Ja, ich mach's mal kurz und knackig. Ich bei Tag und du bei Nacht hat im Grunde sozusagen zwei Leute im Fokus. Einmal eine junge Frau, die als Manikuristin arbeitet, einen jungen Herrn, der als Kellner arbeitet. Und ohne dass die beiden sich bekennen, teilen die sich halt ein Zimmer. Das heißt dann sozusagen, dass sie das Zimmer hat bis 8 Uhr morgens und er hat dann ab 9 Uhr morgens, weil er von der Nachtschicht kommt, in das Zimmer und naja, und über Umwege, wie es dann auch so ist, lernen die sich dann halt durch Zufall kennen und gehen miteinander aus und er denkt, sie ist eine ja, reiche Erbin und sie denkt, dass er nur mit ihr ausgeht, weil er gesehen hat, dass sie in einem Auto abgeholt wird, ein teurer. Und so geht dann sozusagen diese ganze Komödie in Lauf. Bam, 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 bam. Das reicht. Jo, genau. Spät in Berlin. Ja. Wie fandest du denn den Film? Ja, interessant. ich hab überlegt, wie ist nochmal genau die Definition von Screwball-Comedy? Würde das jetzt hier so treffen oder haben die sich dafür zu wenig getriezt? Wie die genaue Definition von Screwball-Komödie ist, weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, es geht natürlich darum, dass eben zwei Menschen, die von denen jeder weiß, dass sie natürlich zusammenkommen werden oder dass sie zusammengehören, eben lange sich Dialoge und Wortgefechte liefern und dann eben zum Schluss natürlich auch zusammenkommen. Deswegen würde ich sagen, es sind zumindest Ähnlichkeiten, aber ich glaube, es ist vielleicht eher ein amerikanisches Phänomen. Ich glaube, es sind auch dann jeweils Screwball, ich bin mir nicht sicher, nur weil ich es vorhin gerade woanders gehört hatte, dass das vor allen Dingen Umsetzungen von Theaterstücken sind und die wohl mehr aus dem amerikanischen Raum, aber
Abteilung gefährliches Halbwissen, wer mehr wissen will. Na gut, aber diese Stadt, also ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir diese den Inhalt des Films angucke, der kann doch auch als Kammerstück im Theater, würde auch funktionieren. Ja, also ich will nicht in Abrede stellen, dass man das so bezeichnen kann oder ne, dass das mindestens Elemente der Screwball-Comedy hat. Ja. Also, ja, also falls es Leuten hilft, das einzuordnen, ist das vielleicht auch nicht verkehrt, ja. Naja, auf jeden Fall, das hat mich währenddessen jetzt gefragt, ob es in diese Richtung fallen würde, weil wenn das Trizen sozusagen da auch ein wichtiger Faktor ist, haben die sich ja eher nicht, also mehr indirekt getriezt. Dass sie mal über sowas über miteinander schimpfen hören, sozusagen als Mitbewohner, aber nicht direkt. Ja, wie fand ich den Film? Ich fand den Film in Ordnung. Also deine Erwartungshaltung, habe ich mir aufgeschrieben, war ja Verwechslungskomödie. Ja, ich finde, ich hatte recht. Ja. Habe ich bekommen, ne? Mhm. dafür hat sie mir nicht mal große Inhaltsangabe durchgelesen. Nein, also ja, es war eine interessante Verwechslungskomödie, die hat ein paar schöne Momente gehabt. Für mich war der Star des Films war Frau Seidelbach. Bast. Frau Seidelbast. Die fand ich sehr, sehr knorke. Genau, die wird gespielt, Moment, von Amanda Lindner. Die habe ich aber absichtlich nicht nachgeguckt. Die hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt bereits den Großteil ihrer Karriere mit hinter sich. Weil sie wirkt ja schon ein bisschen älter. Ja, also die fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und auch von der Intonation hat mir sehr gut gefallen. Ja, also ich fand, okay. Also ich fand, das war jetzt kein Film, wo ich sagen muss, oh, den musst du gesehen haben. Aber es war ein unterhaltsamer Film und der auch relativ zügig vorbeiging. Und ich glaube, wenn man das gleiche Material heutzutage nochmal verfilmen würde, könnte man noch deutlich mehr draus machen. Ganz kurz noch, Frau Seidelbast, das ist die Vermieterin des Zimmers, ne? Und die hat lange Zeit am Theater gespielt und wie sie sagt, sie hat nur Dramen und tragische Rollen gehabt mit der französischen Komödie, da kennt sie sich nicht aus. Mhm. Ja, ich hatte hier von meiner Erwartungshaltung aufgeschrieben, Komödie, Liebesfilm, und das trifft natürlich durchaus zu. Ich fand es ganz generell wieder einen sehr, sehr interessanten Einblick wieder in diese Zeit. Ich habe gemerkt, nach Kongress Tanz, jetzt sozusagen Willi Fritsch wiederzusehen, habe ich die ganze Zeit überlegt, wie sah der denn eigentlich aus bei der Kongress-Tanz? Irgendwie habe ich dieses Gesicht, wie es jetzt da ist, überhaupt nicht im Kopf. Und ich glaube, er hatte dann bei Kongress-Tanz unter anderem noch einen Schnurrbart oder so. Wer war er denn bei Kongress-Tanz? Na, quasi auch mit die eine Hauptfigur, der Zar, der russische Zar. Und ach, halt der, das nicht gemerkt. Der normale Junge, der normale Mann von der Straße sozusagen. Ich gucke die Zeit zu wenig, um dass es bei mir so haften bleibt. Naja, den haben wir nur zusammen geguckt. Nee, ich meine die Gesichter von den Schauspielern, dass ich die so einordnen kann. Dafür mache ich zu wenig damit. Ja, wie gesagt, ich habe den halt auch nicht so hundertprozentig hingekriegt. Na, du erinnerst mich ja immer daran, aber dann denke ich jetzt mal, oh, wie könnte ich denn das vergessen? Ich bin so ein bisschen schlecht. Ja, also, ich fand, es ist ein vorhersehbarer Film. Ne? Spätestens heute weiß man eigentlich, wie diese Filme ablaufen. Ne? Die kriegen sich am Ende. Es gibt eben dieses, der ist erste hoch, dann das Tief und alles steht auf dem Spiel und dann kommen sie ja doch irgendwie zusammen und alles heiter. Ich fand den Ansatz des Kommentierens sehr interessant. Das heißt, kommentieren in der Form, dass wir nebenbei einen neuen Kinofilm im Film hier gezeigt bekommen, der immer wieder eine Rolle spielt und das Geschehen eben so spiegelt und kommentiert. Ich fand, der Film hat häufig, was so Schnitte, Szenenübergänge angeht, war sehr durchdacht, sehr klug, der Vorgang. Also dann ruft sozusagen irgendjemand, das Telefon, und genau in dem Moment kommt der Schnitt und jemand greift nach einem Telefonhörer und wir sind plötzlich an einer ganz anderen Stelle. Und da wird eben so ein Szenenübergang geschaffen, sowohl auf der Bildebene als auch auf der Tonebene oder einer von beiden Ebenen wird das dann eben so eingesetzt. Das hat mir sehr imponiert. Oder wenn dann relativ spät Frau Seidelbast dann einmal sagt zu den Unruhen in ihrem vermieteten Zimmer, ja, Krieg ist Krieg, ich bleibe neutral, und dann bricht draußen ein Gewitter los und wird einmal so richtig ordentlich reingestrahlt ins Zimmer und es donnert richtig laut, so eben, ne, wie auch da wieder damit gespielt wird, so Krieg, und dann haben wir dieses unwissend vielleicht zu diesem Zeitpunkt für die Menschen, dass ja der nächste Krieg ja nur wenige Jahre in wenigen Jahren bevorstehen wird. Ja, das war ein gefährlicher Witz, ne? Also im Nachhinein ist das ein bisschen bitter, finde ich. Naja, war halt so. Also ich habe jetzt neulich zum Beispiel gesehen Ausnahmezustand mit Denzel Washington, der ist von 98, und wenn man den guckt, ist auch so dieses,
Und ich wusste nicht, dass der von 98 war, aber ging halt darum, ja, Terroristen in New York und Bus wird in die Luft gejagt und da ein Anschlag und dort. Und ich dachte die ganze Zeit so. Das geht ums World Trade Center, ne? Ja, und ich dachte so, oh Gott, wann ist der Film? Ah, das World Trade Center ist im Bild. Okay, der muss vor 2001 gedreht worden sein, weil danach konntest du ihn auf jeden Fall nicht mehr drehen. Oder das ist schon Wahnsinn, wie lange das schon wieder her ist, ne? Das ist ja, ja, Zeit rast. Ja, nächstes Jahr 20 Jahre. Krass, ne? Also, finde ich unglaublich. Das kommt mir noch gar nicht so lange vor. Ja, ich fand die Geschichte, ja, ist halt relativ dünn, trotz allem. Und weil du jetzt Screwball erwähnt hast, fand ich dafür, hätte ich durchaus noch ein, zwei Dialoge mehr mitgenommen. Also da hat er dann doch manchmal, also gerade im Verhältnis wahrscheinlich zu den ganz großen Screwball-Comedies, und von denen habe ich auch nicht alle gesehen, aber ich denke jetzt an sowas wie It Happened One Night, hier ist geschah eine Nacht. Das ist mein absolut Lieblingsfilm, ich finde den so toll. Und Bringing Up Baby, Leoparden küsst man nicht, die in der Hinsicht, soweit ich jetzt noch mich dran erinnern kann, ein deutlich höheres Tempo und auch haben und oft noch stärker so auf Dialoge da setzen. Das war hier im Verhältnis dazu gemütlich. Ja, das war eine andere Art, ne? Aber Leoparden küsst man nicht, die fandest du ja so toll, ne? Ja, die hatte ich damals. Das gut Spaß. Dann hat jeder seine eigene Screwball-Komödie hier. Catherine Hepburn. Und das andere ist Clark Gable. Bill, und bei ihr weiß ich gar nicht. Ja. Das ist glaube ich der einzige Film, den ich mit ihr gesehen hatte. Naja. Weil das war eine ganz kecke Maus. Also die finde ich auch cool. Ja. Also war auf jeden Fall unterhaltsamer Film oder ein Unterhaltungsfilm. Hat er sich gezündet, ne? Also für mich wäre das, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Serien mich immer Leute fragen, wie ist die Serie, und dann ist es für mich mal so gefühlte B-Klasse, also so eher so eine Zweier-, Dreier-Ding, dann sage ich immer, das ist so eine schöne Füller-Serie, und das ist für mich ein schöner Füller-Film. Also ich finde, das ist kein Ding, das du echt gesehen haben musst, und das ist halt so ein schöner Füller, so für den Abend, aber jetzt, ich fand es auch sehr dünn, das war so, hätte ein bisschen mehr kommen können, ich fand auch so gerade zum Ende hin waren noch einige verschenkte Chancen. Also ist wahrscheinlich auch, ne, je nachdem, was man damals vielleicht schon gesehen hatte bis zu dem Zeitpunkt, ne, und womit wir groß geworden sind, und was ja sozusagen auch quasi wahrscheinlich, wir haben Filme gesehen, die ein Erbe solcher Geschichten sind, um dann eben zu sagen, also ne, das ist ja dieses ganz alte Dilemma, dass man sozusagen, wenn man dann auf den Ursprung stößt, und zu sagen, dass das jetzt hier ich bei Tag und du bei Nacht der Ursprung solcher Geschichten wäre, aber dass man dann eben so der Film oder das Stück, was es zuerst gemacht hat, dann irgendwie so sagt, so, ja, kenne ich irgendwie schon, oder was ist jetzt so das Besondere so ungefähr? Ja, das war schwierig, weil die Vorprägung kriegen wir ja nicht gelöscht. Ne? Ja, ja, nee, ist ja auch so ein ganz normaler Geschichte, ohne irgendwie das werten zu wollen, einfach nur zum Einordnen. Ja. Aber ich glaube, deswegen habe ich auch gesagt, wenn er jetzt mal verfilmt werden würde, dann wäre das Ende zumindest ein bisschen pompöser auch und ein bisschen ausstaffiert. Da habe ich auch ein bisschen gedacht, so. Ne? Also der Schluss, wie immer. Also ich fand den konsequent. Hier, oder sag mal, meinst du die Schlusseinstellung sozusagen, dass wir im Kino sind oder auch schon davor? Nee, davor. Ich habe gedacht, da kommen, kriegen wir nochmal einen Witz mit Frau Seidelbast. Ja, da war ich auch, so, dass du, also ihr letztes war wirklich dieses, ne, Krieg ist Krieg und ich bleibe neutral. Und das waren ihre letzten Worte dann in dem Film, glaube ich. Das klingt ein bisschen harsch gerade, aber ja, leider schon. Das war ihr letzter Auftritt. Ja, die Frage ist halt auch so, dieses, wäre es konsequent gewesen, wäre Frau Seidelbast nochmal durch die Tür gekommen, ohne zu klopfen, oder war das einfach nur meine Hoffnung, dass sie es tut? Ja. Aber es wäre nochmal ein guter Gag gewesen, sagen wir es mal so. Den Spruch hätte ich gerne mal gehört. Also wir können auch mal sagen, also ich habe auf jeden Fall mehrfach laut so aufgelacht, so oder hahaha, während Carly eher so mit dem Pokerface da saß und sich nicht hat in die Karten blicken lassen. Einmal habe ich auch gelacht. Ja, okay. Einmal habe ich auch gelacht. Bei Polizisten, ne, oder? Ja, bei Polizisten habe ich zweimal gelacht. Den Polizisten fand ich unglaublich gut. Den fand ich sehr witzig. Und irgendwas im Restaurant mit der Fistelstimme. der alte Trottel. Ja, genau. Der alte Trottel war ich. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Das ist manchmal so einzelne Szenen gab, die an sich nicht schlecht waren, wie zum Beispiel gegen Ende unser Hans-Protagonist, der hat sich volllaufen lassen, weil er eben denkt, ah, das Mädel hat doch irgendwie 1000 andere Männer und hat mich nur benutzt oder so, und wird dann von einem Polizisten nach Hause gebracht. Und er versucht dem Polizisten eben da so ein Ohr abzuquatschen, und der Polizist sagt, ja, jetzt geh weg hier, ne? Und sozusagen bringt ihn nach Hause noch freundlicherweise. Das so an sich, die Szene ist lustig, fand ich. Und ist auch nachvollziehbar im Film, aber es ist jetzt nicht so,
ja, wo geiles Beispiel vielleicht gar nicht, weil sie natürlich doch schon irgendwie da reinpasst, aber die steht halt so ein bisschen für sich, ohne dass sie jetzt total doll da so eingebettet ist. Also ich weiß nicht, wenn wir die Szene nicht gehabt hätten, ob dann was, glaube ich nicht, dass mir was gefehlt hätte. So nee, das nicht, aber ich bin sehr froh dankbar, dass ich sie hatte. Ne? Also da hätte ich eher diesen Handlungsstrang gehabt mit der Frau Kröger und ihrem... Dem Wolf. Und dem Wolf, ja. Da habe ich zum Beispiel auch gedacht so. Also, ich würde Rocco sagen. War schon der Wolf. Der Punkt ist der, wie gesagt, hier Grete, unsere Hauptdarstellerin, ist arbeitet im Frisier-, Maniküre-, Pediküre-Salon, im Schönheitssalon und macht unter anderem auch einen Hausbesuch zur Maniküre bei dem Schein. Also ist der auch bei der Bank, der Müll? Nee, wie heißt denn der eigentlich? Müller? Nee. Ja. Der alte Trottel. Der Kröger wird er heißen, ne? Krüger, genau. Krüger. Und dort beginnt dann eben so ein bisschen das Verwechslungsspiel. Der Krüger hat eine Tochter, die er gerne einen reichen Bankier verheiraten will, was sich diese Tochter nicht bieten lassen möchte. Die ist lieber mit ihrem Studienkollegen Wolf unterwegs, der aber anscheinend gar kein Geld hat, was der Vater natürlich nicht so gerne sieht. Da habe ich zum Beispiel auch gedacht, dass am Ende irgendwie rauskommt, ja, übrigens, Wolf hat irgendwie gerade einen Schatz gefunden oder riesiges Erbe angetreten oder irgendwie sowas. Aber das kam auch nicht, ne? Das war nee, das fand ich sowieso komisch, weil gerade der Vater ja gerade erfahren hat, dass seine Insolvenz nicht gerettet wird. Weil, Ne, das wollte er, also er hatte ja sich diesen Banktypi ausgeguckt, dass der ja, das Ding war ja dann vom Tisch. Der Schwiegersohn wird durch. Und der hatte das ja dann gesehen, oh, hier ist ein Kuckuck, eine Pfandmarke am Teppich angeklebt. Also hat festgestellt, der alte Herr scheint in finanziellen Nöten zu sein. Ja, genau. Und das, sozusagen, dass er keine Rettung mehr erfahren kann aus finanzieller Hinsicht, das hat er gerade erfahren. Und dann muss er auf einmal den Wolf kennenlernen, der ihm auch nicht helfen wird. Wo ich mich auch frage, bei der Tochter, weiß die Tochter nicht, dass es so schlecht um die Familie steht oder ist sie bereit, einfach ein bürgerliches Leben zu leben? Also für mich wirkte sie auf jeden Fall so, als wüsste sie das nicht. Das schien ja allgemein nur zufällig gerade dem Berger, meine ich, hieß der Andrea, dem Bankier aufgefallen zu sein, eben weil da einmal der Teppich so umgeknickt ist. Aber dass die Tochter grundsätzlich auch davon ausgeht, dass alles in Ordnung ist oder so, dass da jetzt nicht irgendwelche Probleme vorliegen. Ich finde auf jeden Fall, dass die Handlung, die hätte ich jetzt auch nicht vermisst, weil die hat auch nicht so viel beigetragen. Ja, ich überlege gerade, ne, wenn man jetzt sagt, Weltwirtschaftskrise oder so, dass das eben irgendwie so die, ich meine, das ist eigentlich auch ein abgedroschenes Klischee, ne? So dieses, ja, wir sind eine gute Familie und wir verheiraten unsere Kinder mit anderen reichen Leuten und dann kommt wieder raus, ja, die haben eigentlich gar kein Geld, so ungefähr, oder einer von beiden hat eben kein Geld oder steht kurz vorm finanziellen Ruin und will deshalb eben nur, dass irgendeine reiche andere Person eingeheiratet wird. Ich weiß nicht, ob das Klischee ist, ich glaube, das ist passiert wirklich. Ja, aber es also. Ist in Filmen kommt das ja häufig so als Thema. Ja, also. So dieses, ja, es lieben sich zwei, aber dann wollen die Eltern, dass eben eine andere reiche Person geheiratet wird, eben damit alles beim Alten bleibt oder sonst wie und nicht die Liebe gewinnt. Und hier ist es ja in der Hinsicht tatsächlich, ich meine, es bleibt offen, es wird dann einfach nur gesagt, hier Paps, ich stelle dir jetzt endlich mal den Wolf vor und es wird jetzt nicht gezeigt, dass die noch heiraten oder so, aber es scheint ja so zu sein, wie die Tochter hat sich in den Kopf gesetzt, die Tochter zieht das durch, die wirkt ja auch sehr selbstbewusst den männlichen Figuren gegenüber, auch als, auch wenn sie in Anführungszeichen nur eine Nebenfigur ist. Also sehr, ja doch, verhältnismäßig emanzipiert, oder? Ja, sehr. So, das hat so ganz schön Haare auf den Zähnen. Ne? Also ich fand sie am Anfang auch, habe ich auch so gedacht, der erste Kontakt mit ihr, war Schreckschraube. Na, ich weiß nicht, ob Schreckschraube, aber sie war schon sehr, sehr selbstbewusst und sagen hier, ich denke, fühle dieses und deswegen mache ich nicht das, was du zu mir sagst, sondern... Ja, warum kann ich trotzdem ein bisschen anschauen reden und nicht immer nur so anpatzen? Ja, also sie, wer weiß, wie lange, also sie lebt ja schon länger mit ihrem Vater zusammen, wer weiß, was sich da bis dahin so... Ich meine jetzt auch nicht, wie sie mit dem Vater geredet hat, ich meinte, wie sie am Telefon mit Leuten reagiert hat. Ja, aber das war ja so zum Einführen und so. Naja, aber auf jeden Fall... Du hast wieder gefragt, wie sie eingeführt wurde. Ja. Das ist doch die Einführung. So, ne, also da war ja so dann die, unsere Grete selbst, wie würdest du die so beurteilen, was so die emanzipatorische Komponente angeht, das Selbstbewusstsein, die Durchsetzungsfähigkeit? Oh, ich glaube, die steht schon im Leben. Die ist schon sehr, ich finde sie sehr bodenständig, auf jeden Fall. Dadurch, dass sie ja nur auch allein steht und sich selbst versorgt, finde ich sie auch relativ emanzipiert. Ja, und sehr lebensfroh. Und auch am Anfang siehst du ja dann auch, wenn sie im Salon manikiert und die Männer immer ihre Hände bei ihr rauflegen, dass sie die auch immer wegschubst oder wegstuft, als höflich. Also ich finde schon, dass sie doch relativ emanzipiert ist. Ja, das war also von ihr interessant, ne? Genau, dieses, so erstmal dieses, ja, komm, nimm mal die Hand hier weg, Typi, ich mach dir die Finger und das ist es.
Und dann, wenn Hans sie eben so auf der Straße trifft, dann macht er auch immer gerne so diesen Griff an den Arm und geht ja, den mich fand ich schon fummelig. Der war dann schon recht, also im Verhältnis sowieso war er übergriffig. Ich war echt überrascht, dass sie überhaupt den getroffen hat. Muss ich ehrlich sagen. Nach der Anmache hätte ich das nicht gemacht. Ja, also ich war so gemischt, so dass du, ja, ob man das heute noch so machen würde. Also vielleicht das aber auch so ein bisschen entspannter. Ich weiß ja aber, nicht, wie es damals war, aber das wirkte schon sehr abgedroschen. Aber so ein bisschen, ja, ich fand da trotzdem halt ein bisschen Charme dabei. Also es war jetzt nicht völlig, es war nicht so dieses völlige geh auf jeden Fall weg Typs oder hier hast du eine falsche Telefonnummer, damit wir uns nie wiedersehen oder so. Aber ja, so also manches habe ich auch so gesagt, so, ja, nee, ich glaube, da kann man auch anders vorgehen. Oh. So ist das eben in diesem Film und das ist eben so. Aber ich habe mich relativ häufig gefragt, wieso es vom Zeitgeist halt so war, ne? Also ich war zum Beispiel überrascht, dass die, als sie zum Beispiel in Sanssouci eingeschlossen sind, dass die da so rummachen und fast bis zum Ende gehen und alles. Sie gehen bis zum Äußersten. Ja, bis sie halt erwischt werden von den Wachmännern. Naja, das hat mich überrascht, weil es ist ja doch eine Zeit, da ist man ja doch auch, heiratet man ja auch recht früh und da ist man ja jetzt nicht so für freie Liebe oder One-Night-Stands so zu haben. Das ist ja nicht, das ist nicht die Zeit, die ich damit verbinde und das fand ich schon sehr, sehr freizügig. Da war ich sehr überrascht, dass sie da so. Aber hast du, also hatten die einen One-Night-Stand für dich im Sanssouci, oder? Ja, die waren kurz davor, ne? Also da kamen ja die Wachmänner rein und da haben die anderen gesagt, ihr Lümmel, ihr Fiesen, dass ihr das machen. Ja, sie lagen da schon so in dem Divan. Ja, die hatten auch schon ihr Oberteil gelockert und alles. Also die waren schon gerade dabei. Also. Ja. Also kann man da kurz nochmal so ein bisschen zurückgehen. Also sie verabreden sich und das erste Treffen, was sie dann haben, ist dann eben unter einer großen Uhr oder einer großen Brücke oder ich weiß gar nicht mehr, wie die genaue Bezeichnung da war. Und dann sagt sie ihm, ja, lass uns mit dem Taxi fahren. Ja, wohin denn? Und man merkt so bei ihm schon dieses, ich habe eigentlich gar nicht so viel Geld, ich will jetzt nicht noch groß Taxi fahren. Ja, Hauptsache weit weg. Na toll so, ne? Und dann sagt sie, ach, fahren wir doch nach Potsdam eben, ne? Nach Sanssouci. Hat auch wieder, finde ich, sehr schöne kleine Details, diese Szenen, wenn sie da alle in ihren Pantoffeln rumlaufen müssen und auch wieder einen sehr, sehr kernigen Führer da in dem im Schloss selbst. Also ist das denn auch der gleiche Wachmann nachher? Ne? Ja, nein. Ne? Naja, auf jeden Fall. Also der Kollege, der da eben durchs Haus führt, durchs Schloss führt, hat eine sehr schöne, auch so einen leichten Dialekt und eben eine sehr eigene Sprechweise. Naja, ich fand, aber ich finde, es gibt viele Reiseführer, die so reden oder mal sowas. Ich fand ihn trotzdem, also ich fand ihn trotzdem schön. Ich finde, wer da so gereist ist, der hat sowas bestimmt schon mal erlebt. Fand ich jetzt nicht im Haus. Also so, fand ich jetzt nicht so herausstechend wie du, glaube ich. Und es ist dann eben so im Verlauf, dass die beiden sich mal ein bisschen schöne Augen machen, beziehungsweise vor allem Hans ihr schöne Augen macht und sie deswegen den Anschluss an die Gruppe verlieren und ihnen quasi die Tür fast vor der Nase verschlossen wird und sie gefangen sind, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, aber mach doch einfach das Fenster auf. Das habe ich auch gedacht. Ja, und dann habe ich gedacht, na, vielleicht nehmen sie Rücksicht auf die Ausstellungsstücke. Ja. Oder vielleicht sind sie auch in einem höheren Stockwerk. Nö. Ja, ich glaube auch nicht. Nee, ich habe es auch gedacht, man macht doch das Fenster auf oder macht doch aber irgendwas. Aber es war natürlich im Sinne. Und dann war ich auch tatsächlich überrascht. Aber vielleicht war die auch verschlossen, weiß man ja nicht. Ist ja ein auch ein versichertes Schloss, ne? Ja, genau, das könnte natürlich sein. Dann war ich tatsächlich überrascht, als der Kuss dann tatsächlich kommt. Ne? Also, dass sie sich so, also da habe ich dann auch vielleicht wieder gemerkt, so dieses, wie ich jetzt zum Beispiel sagen würde, bei Es geschah in einer Nacht oder so, wo ich dann das Gefühl habe, das sind eben die Dialoge, die sind dann auch so zugespitzt und dann merkt man, also ich habe auch hier den Eindruck, es knistert zwischen den beiden und da ist was, aber dass dann der Kuss in dem Moment kommt, in dem er kommt, hätte ich dann irgendwie nicht so gedacht oder erwartet oder gedacht, es kommt vielleicht noch zu ein, zwei Sätze oder sowas. Wie ging es dir da? Was so? Ja, ich finde, der Film ist für mich wie so eine Nulllinie vor sich hingeflossen. Okay, das ist hart. Ja, aber ich fand auch von der Beziehung her, ich fand, die haben beide gut gespielt, habe jetzt kein Knistern mitgekriegt, und fand die Chemie jetzt auch nicht so für mich auffällig toll. Und ich fand auch, wie gesagt, den Kuss fand ich auch diese Entwicklung der Romanze, das fand ich auch so, wie den Kuss, wie du schon meintest, ne, warum? Also, wo kommt das her? Ich war schon überrascht, dass sie sich überhaupt mit dem trifft, da war ich ja schon perplex. Ja, gut, dann ist natürlich. Und dann kam ja, also das war für mich schon nicht so
flüssig tatsächlich, fand ich persönlich. Und mit dem Kuss genauso. Und dass sie gleich mit ihm rummacht, hätte ich auch nicht verstanden. Wenn man so gerade an diese Zeit denkt und alles. Das fand ich auch sehr, sehr überraschend. Und dass fandest du ihr Verhalten nicht sehr damenhaft? Ja, was ist damenhaft? Aber, naja, fand's überraschend, sagen wir es so, für den Zeitgeist her. Ihn fand ich sehr fummelnd. Also ihn fand ich ein bisschen sehr doll. Wo man das Gefühl hat, er macht das jede Nacht. Aber er ist ja Kellner und hat ja keine Zeit dafür. Aber weiß ich nicht. Und ich fand auch so die Entwicklung, also ich weiß nicht, also das soll jetzt nicht so hart klingen wie Nulllinie, ne, aber ich fand, da hat sich nicht viel bewegt. Also ich fand alles eher so, also ich fand die, wenn sie sozusagen ihre Beziehung irgendwie zum nächsten Level gebracht haben, das wirkte für mich ja immer nur wie dieses, warum? Also auch genauso, wenn sie ihm die Szene macht, okay, sie kann ich verstehen, weil sie es ja komplett falschen Hals gekriegt hat, sozusagen seine Position. Aber ich habe nicht verstanden, warum er hier so eine große Szene macht und warum. Na, weil er gedacht hat, er weiß das jetzt über sie, dass sie Maniküristin ist, Maniküristin. Ja. Also ich verstehe schon, was er meinte. Und er dachte, sie ist ein einfaches Mädchen, weil sie noch mit dem anderen ausgeht und dass sie ihn halt auch betrogen hat und so. Das ist naja, dass sie eben doch mehrere Männer hat anscheinend. Ja. Aber ich fand das halt auch dieses, also mal ganz ehrlich, wir erleben in diesem Film in Echtzeit mit, ihr kennt euch 3 Tage. Entschuldigung, aber ihr kennt euch 3 Tage. Was macht ihr, Gräfin Tara? Also, den Meier kannte sie fast genauso lang. Also, das war für mich so. Also ich will damit nur sagen, du hast ja auch manchmal auch ältere Filme, die da auch relativ frisch kennenlernen und dann hast du das Gefühl, oh, das wird aber heiß. Also ich fand zum Beispiel, weil du das Thema von aufgebracht hast mit Es geschah in der Nacht, das ist ja auch Scuba-Komödie, das ist so gut, das ist jetzt amerikanische, aber die gut, Clark Gable hat eine eigene Eleganz, gebe ich noch zu, aber ich fand, das war auch so ein, die haben sich sozusagen befeuert und angemeckert und da hast du richtig ein Knistern gefühlt, wenn der Kuss kommt, da hast du richtig diese Steigerung, weil wenn ich jetzt mal einen Hardcore-Film nehme, sowas wie Vom Winde verweht, hast du genau das Gleiche. Das ist ja vom Prinzip auch mal das Liebe zanken und da kommt irgendwann der Kuss und denkst, wow, wow. Und dann hast du natürlich nochmal, was danach alles kommt. Aber ich finde, ist auf einem ganz anderen Level. Das packt mich richtig und das ist für mich auch zeitlos, dass es mich packt. Und jetzt finde ich, und dass die Schauspieler auch zu mir durchdringen. Und das haben die bei mir überhaupt gar nicht geschafft. Also ich fand die sympathisch. Es war auch, wenn ich die auf der Straße treffe, so wie von der Art von Charakter angelegt war, würde ich mit denen gerne reden, weil ich die Charaktere sympathisch fand in sich. Aber ich fand die halt sehr. Ich fand die nicht sehr tief. Da würde ich schon so. Das war ja ähnlich. Also was ich auf jeden Fall noch sagen wollte bei dieser Kussszene war natürlich, dass das Detail wieder angebracht wird. Wir haben vorher schon eine Erfahrung gebracht. Unbekannterweise können sie sich nicht ausstehen als Zimmernachbarn, weil sie immer seinen Hut runterwirft und er immer ihr Kleid zusammenknüllt im Schrank und solche Geschichten. Finde ich ihn persönlich schlimmer, ne? Aber gut. Ja, Kleid ist schon ganz schön doll, ja. Und auf jeden Fall bei dem Kuss haut sie ihm eben auch wieder diesen Hut runter und wir sehen noch den Hut hinterher, wie er da die ganze Zeit lang rollt. Also das wird dann da auch schon wieder aufgegriffen. Das war ein schönes Detail, finde ich. Ja. War gut gemacht. Ja, wie gesagt, gerade eben diese ganzen Schnitte oder die Übergänge von einer Szene zur anderen, das fand ich eigentlich eine ziemlich große Stärke dieses Films. Ja. Und was wir eben den Film durch haben, ist der griechische Chor, quasi in Form der Comedian Harmonists, beziehungsweise in Form eines Kinofilms, im Film hier eben. Der war mir am Anfang zu viel. Da war ich froh, dass es am Ende ein bisschen abgeflacht ist. Ja, alles ist dein oder das ist alles dein. Irgendwie so wird er genannt von der Bombastic Film AG, der eben immer wieder quasi das gleiche Geschehen darstellt, wie das, was in der Filmhandlung gerade passiert oder passieren wird. Eben das erste Treffen und wo dann eben so gegenübergestellt ist oder wir erfahren bei beiden Hans und Grete, dass sie schon irgendwie auch von der Filmmagie träumen, dass irgendwann alles mal so gut läuft, wie eben das im Film der Fall ist, dass eben sie mit dem tollen Auto abgeholt wird, dass er mit 500 Blumensträußen sozusagen wartet und dann sehen wir mal die Realität. Also wir kriegen diesen Film im Film einmal gezeigt und wie sie dann aufbricht von zu Hause und ins Auto steigt und diese Szene wird dann kurze Zeit danach wiederholt, wenn Grete sozusagen nach Hause gefahren wird. Dann haben wir die gleiche Kameraeinstellung so, wir stehen sozusagen vor dem Auto seitlich und sehen dahinter die Eingangstür, weil sie gerade hier bei dem Hausbesuch ist. Und diese Geschichten, also er wird sowohl eben auf der erzählerischen Ebene wie auch inszenatorisch das nochmal aufgegriffen. Und
Ein ganz genauer Punkt. Achso, genau, mit den Rosen, da sind eben im Film sind 500.000 Blumen da und die ganzen Bediensteten laufen noch mit den angezündeten Kerzenständern rum und so und ist alles ganz prachtvoll und groß inszeniert und dann ist eben die Realität. Ja, unser Kollege ist froh, wenn er hier bei der Blumenhändlerin, bei dem Blumenstand an der Ecke 3 Rosen kaufen kann und dann sozusagen noch genug Geld hat, um den Tag zu überstehen, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, die Blumen, die gehen auch irgendwie noch verloren oder so, ne? Ich kann mich an keine Blumen erinnern. Die hat er dann gleich mit dabei. Vor dem ersten Date sozusagen. Da sagt die, sein Kumpel sagt noch zu mir, die Berliner Schnauze sagt noch, hier, holst dir so einen Strauß, ey. Das weiß ich, aber wann war das mit den Blumen? Das war dann danach, weil er dann Blumen kauft. Oder beziehungsweise dann kam eben die Filmszene mit dem, ne, ja, wenn du heute kommst, dann, oder wenn du nicht kommst, dann haben die Rosen umsonst geblüht und so. Und dann sehen wir ihn eben, wie er da sich die 3 einzelnen Rosen kauft. Aber die nächsten Szene waren die ja schon gar nicht mehr drin. Also wenn sie ihn naja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob er die fallen lässt oder irgendwie, also sie sind dann eben quasi weg. Genau, und wie du gesagt hast, sag ich mal so, das erste Drittel, vielleicht auch die erste Hälfte des Films, ist diese doppelte Erzählung relativ viel dabei. Ja, singen, also ich meine, ich bin ein Musical-Fan, aber ich muss ehrlich sagen, das war jetzt viel Gesang im Film. Okay. Also dafür, dass es kein Musical ist, dadurch, dass die halt im Film immer zu singen und dann hast du halt auch die Straßenmusiker, die immer zu singen, dann hören die permanent, auch wenn sie nochmal alleine sind, Radio und dann hören, das Schlimme an der Sache ist, die singen halt alle die gleichen Lieder. Also, dass du halt das immer wieder kriegst und das war mir persönlich zu viel. Also ich fand das kreativ manchmal eingesetzt, ne, wenn die Straßenmusiker das gleiche Lied zum tausendsten Mal knallen und er macht sich Bett fertig und der kommentiert ja die ganze Zeit immer so trocken und so, wo die einzelnen Textpassagen. Also das fand ich schon sehr unterhaltsam, das fand ich schon gut, aber ich fand, auch wenn diese schönen, auch diese Kino im Kino, also dieser Film im Filmmontage immer, die fand ich teilweise zu lang gehalten. Also ich fand, dass man solche Anspielungen hätte man nehmen können, aber das hat mich dann immer teilweise, also am Anfang hat mich das immer verwirrt gehabt tatsächlich, was das jetzt soll. Also das habe ich nicht so. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, wie dieser Vergleich ist mit pompösem Film, weil nachher haben sie ja immer gesagt, das ist wie im Film, aber am Anfang habe ich das gar nicht so aufgefasst. Es war für mich eher so ein Störfaktor, weil ich das gar nicht so, weil ich dachte, was soll denn das jetzt und warum immer wieder und das bringt mich immer aus der Handlung raus und bis du mir dann gesagt hast, das ist ein Vergleich und danach kam es ja nicht mehr, dass ich darauf achten konnte. Also ne, dass eben der Film so diese Traumfabrik, dass es diese Idealvorstellung ist, wie man das eben hat und das wird ja schon gleich zu Beginn auch total scharf kontrastiert eben, wenn dieses Titellied, wenn ich sonntags in mein Kino gehe, ich weiß nicht, ob das Lied jetzt tatsächlich so heißt, aber das ist halt die erste Zeile, die Comedian Harmonists anstimmen und dieses Lied ist auch das, was wirklich, ja jetzt überzogen gesagt, wirklich 3/4 des Films vorkommt. Das wird ja von Hans dann auch immer so total schnippisch kommentiert, von wegen, ja, ihr habt hier das Geld und ach, eigentlich seid ihr doch auch schon pleite und schon gedödödö und das gibt's halt im echten Leben nicht. Das ist eben, der Film ist Film und das Leben ist eben das Leben und er wirkt schon so ein bisschen resigniert quasi, um dann eigentlich gleich am nächsten Tag, wenn er die Frau sieht, sofort anzuquatschen und sofort Hoffnung zu schöpfen. Genau, und dann wird das so ab Mitte und über weite Strecken der zweiten Hälfte ist das dann gar nicht mehr Thema, dieses Kino, sondern wir sind eben in der Verwechslungsgeschichte und dann taucht es eben ganz zum Schluss doch nochmal auf, weil dann unser Pärchen tatsächlich ins Kino geht und sich diesen Film anschaut. Ja, es war ein runder Abschluss in der Hinsicht, das hat schon gepasst. Da ist ja dieses Ende vom Film im Film auch in den richtigen Film übergegangen. Und das war am Anfang, war das ja beim, also am Anfang war das für mich eher verwirrend, wenn der Film schon angefangen hat, und dann kam nochmal diese Einstellung hier mit das präsentiert. Und das war schon ganz gut. Aber jetzt mal, wenn wir schon darüber reden, wie fandest du denn die Musik und auch die Comedian Harmonists? Du kennst du die Lieder oder hast du eine Verbindung dazu? Oder? Also diese Melodie, dieses, ich glaube, das ist, oder wahrscheinlich ist es irgendein Takt oder ne, ähnliches, was häufiger verwendet wird oder mindestens ähnliches, aber die konkreten Lieder an sich, würde ich sagen, kannte ich nicht. Nicht würde ich sagen, die konkreten Lieder kannte ich nicht, Punkt. Aber ich fand das, wenn ich sonntags in mein Kino gehe, das hat mir sehr gefallen. Ja, wahrscheinlich, weil es dein Motto ist, ne? Ja, könnte sein. Ja, deine Hymne. Könnte ein Zusammenhang bestehen. Ich hatte dann mal leicht ein bisschen mit den Fahnen gewedelt auf der Couch und so. Hast du damals den deutschen Film gesehen, die Comedian Harmonists, mit Ben Becker und so? Nee, auch nicht. Deswegen, da ich leider. Also die, ne, ich kenne eigentlich wahrscheinlich auch eher so durch, also vielleicht durch den, aus diesem Film dann irgendwas so. Aber ganz bewusst, und ja, den kleinen grünen Kaktus kenne ich.
Ja, das ist ja Max Rabe auch. Na gut, gut, wir haben Queen haben es auch gemacht, Max das ist Rabe, ja nichts so, Neues, ja. Ne? Aber. Aber sonst bin ich da nicht so unbedingt bewandert. Nee, aber wie gesagt, das Stück hat mich eigentlich nicht gestört. Ich habe aber auch so den Eindruck gehabt. Gestört hat es mich auch nicht. Ja, doch, also die Szenen. Mich haben die Sequenzen von dem Kino so gestört. Die Szenen des Films im Film fand ich teilweise auch so. Ja, und auch das, der Vorführer dann sagt: Ja, wir haben es ja verstanden, sie geht jetzt. Und dann kommt halt nochmal irgendwie 10 Sekunden: Oh, sie kommt. Da, 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 da. Und dann: Ja, jetzt ist gut her. Wie er so draußen macht, so. Das fand ich schon lustig, aber habe dann auch so gesagt: Ja. Auch wenn dieser Kommentar irgendwie lustig ist, aber ja, es hätte auch 5 Sekunden weniger getan wahrscheinlich. Ja, ich fand es, also auch wenn du sagst, ne, das war ein schöner Schluss dann, das so nochmal zu verknüpfen. Andererseits habe ich dann auch so gesagt, ja, dafür, dass es am Anfang so relativ viel war, dieser Film im Film und dann komplett wegfällt, war es ja nicht überraschend, aber es war dann irgendwie so ein bisschen so, ja, da war irgendwie so nicht ganz so ausgewogen, so diese Anteile fand ich. Also das, was hättest du besser gefunden, wenn du wenn die die anderweitig auf den Film aufgeteilt hätten? Oder? Ich weiß nicht, ob ich mir noch mehr so eine Doppelgeschichte dann gewünscht hätte, dass eben sozusagen die Filmhandlung ein bisschen weniger ist und dafür die Film im Film noch ein bisschen stärker gemacht wird. Oh nee. Oder ob man eben wirklich gesagt hätte, macht nur am Anfang und am Ende. Also ja, das Übliche, ne? Der Film ist so, wie er ist und alles andere ist ein Film, der nicht existiert, da weiß ich auch nicht, ob es dann besser gewesen wäre oder so, aber. Aber was ich zum Beispiel an Musicals auch schätze, ist ja, dass, wenn sie singen, auch die Handlung vorangetrieben wird. Und ich fand das Singen in diesem Fall bei diesen Kinosequenzen hat jetzt für mich die Handlung jetzt nicht großartig vorangetrieben. Das hat halt einfach sich nochmal gedoppelt und das war für mich. Und es war auch zu ausufernd und so sehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Gerade die Leute, die im Film sozusagen die Stars gespielt haben, aber das auch nochmal große Theatergrößen waren oder so, dass man die nochmal so extrem fokussiert nochmal als Rampenlicht gestellt hat, aber als Hommage und eine Art und nochmal als oder Werbemaschinerie, das kann ich nicht einschätzen. Da fehlt mir ja sozusagen das, ja, einfach das Know-how, diese Leute einordnen zu können. Aber ich hatte mal teilweise das Gefühl gehabt, das war wie, wir machen Werbung für den neuen Künstler, der jetzt rauskommt, oder das ist ja großes Star, wir zeigen euch das jetzt nochmal für die Fans, das nicht, wer nicht für die, wer sozusagen Musikfan ist und die Schauspielfan, der geht diesen Film nochmal rein. Also so wirkte das auf mich teilweise, weil das so ausgebreitet war. Ob das jetzt auch tatsächlich so intendiert ist, das kann ich nicht einschätzen. Also mit dem Ausrufen, ne, hat er ja schon gesagt, würde ich dir zustimmen, was so dieses Doppelte angeht. Ich fand es durchaus nachvollziehbar, den Einsatz dieser Film-im-Film-Szenen, dass es eben so eine Art Vorausdeutung war oder eben ein Kommentar auf das, was schon in der Filmhandlung passiert ist. Beziehungsweise, dass es eben so vorausdeutet, ah ja, jetzt wird das als nächstes kommen und dann haben wir eben so diese Idealvorstellung und dann das nüchterne, realistische Bild. Da ist eben kein pompöser Empfang, sondern sie sind einfach auf der Führung durchs Schloss, sind sie gerade eingeschlossen worden und müssen jetzt quasi notgedrungen vielleicht die Nacht miteinander verbringen. Ja, das fand ich aber auch kreativ, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Aber für mich hat dieser Vergleich nicht so gewirkt, wie er wahrscheinlich wirken sollte. Ja. Aber ich fand die Musik auf jeden Fall sehr schön und auch sehr unterhaltsam und ich bin ja auch Ich mag die Comedian Harbinus ja unglaublich gerne und auch Max Rabe sehr gerne und das, weil ich finde die Musik einfach zeitlos. Für mich persönlich, ich glaube, damit würde jetzt nicht jeder zustimmen, aber die fand ich sehr schön, gerade wenn ich jetzt mal so vergleiche mit den letzten deutschen Filmen, die du hier in die Wiederaufführung reingeholt hast, wo teilweise. War das, warte mal, wie war das mit dem, das war doch das mit dem französischen. Na, wir hatten einmal das mit dem Napoleon. Wir hatten bei der Kongress-Tanz, da hatten wir einmal hier den heurigen Sänger, so rum, Paul Mo. Ja, den fand ich, glaube ich, auch nervig. Weil aber da war ja dann mit Lillian Harvey, mit dem anderen, wo ich gerade nicht mehr drauf komme, naja. Aber was ich zum Beispiel nicht so gerne mag, ist, wenn aus dieser Zeit Frauenstimmen singen. Weil die immer sehr gerne sehr hell singen. Ich mag das lieber, wenn Männer singen. Also ich habe viel Problem. Und ich sage mal ehrlich, das ist so. Damit ihr eine Vorstellung habt, was Carly meint. Carly meint, sie hört nur Cher. Und dann wisst ihr, könnt ihr euch auch auf diese Tonlage einlassen und überlegen, was ich für Töne mag. Also ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Ja, die singen relativ hoch oder eben, ne? Und dann manchmal eben auch die Qualität der Tonspuren, wie die eben vorliegen, dass das manchmal nochmal dazu führt, dass man das nochmal minimal schlechter versteht. Ja, das hat mit Verständnis für mich nicht zu tun gehabt. Das ist eine Sache, die ich generell noch nie so gerne mochte und ich kann es nicht so hören. Also ich Lieder, die von vor allen Dingen hell gesungen, Frauen schon gesungen, die nerven mich sehr, sehr schnell und meistens sehr, sehr häufig in meiner eigenen Erfahrung nerven die mich schon, bevor das Lied zu Ende ist, beim ersten Mal hören.
Und wenn ich dann manchmal Dramen gucke und da kommt ja alles, kommt in einer Folge, 20 Folgen immer das gleiche Lied, dann ist es so ein Ding, dann merke ich das noch in der ersten Folgestunde, dass ich immer denke, das fand ich in der Sicht eine schöne Abwechslung jetzt in diesem Film halt mit der Musik, die fand ich wirklich sehr schön und gelungen. Das muss man, und das möchte ich auch mal wirklich herausheben. Und auch das Lied, das ist auch ein sehr bekanntes Lied, also von daher. Das mit dem Kino. Ja, ja. Das kennt man, das ist eins, was gesungen. Ja, so. War eine schöne Sache, ja. Ich überlege gerade, ich glaube, die Tochter von dem Typen, der seine, also die Tochter, die verheiratet werden soll, hieß die Victoria, kann das sein? Oder was die andere war, Erna? Weil ich habe kurz gesagt. Die unwichtige Rolle, die für mich, für dich. Ja, ja, die Zähne, die Haare auf den Zähnen hat. Ja. Wieso kommen wir jetzt wieder auf die? weil ich glaube, dass die Victoria hieß und dass wir, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile letztes oder sogar vorletztes Jahr schon war, Victor und Victoria hatten aus dem Folgejahr von 33. Ich glaube, den fand ich auch gut. Ja, und der ja auch sozusagen eben Musik drin hat und Verwechslung, oder also da ist ja vorhin noch Geschlechtertausch. Und Verwechslungsgeschichte mit drin. Also ich werde hier öfter gefragt, warum ich diese, es gibt ja gewisse Tropes, die mag ich nicht so gerne. Das sind solche Sachen wie Körpertausch oder Verwechslungskomödien. Das ist für mich einfach schon so ausgelutscht und ich finde es natürlich schon krass, dass wenn ich in 30ern gelebt hätte, würde ich das wahrscheinlich auch schon so empfinden. Körpertausch jetzt nicht, aber diese Verwechslungskomödien, das ist da ja auch schon sehr, sehr, sehr stark und häufig eingesetzt und jetzt nicht nur im deutschen Bereich, sondern allgemein international. Finde ich schon krass, dass es heutzutage immer noch ein sehr beliebtes Thema ist, tatsächlich, auch in Komödien oder in der modernen Zeit, und dass das immer noch so ein Publikum findet, weil, ganz ehrlich, wer sich auf das Thema einlassen möchte, der könnte ja googeln und 100.000 Filme dazu finden. Ja. Du, jetzt überlege ich gerade so ein bisschen. Also ich finde die zeitlichen, ich habe beim Sichten teilweise öfter gedacht, wow, wie sich die Zeit geändert hat. Als sie in Sanssouci war mit den Schuhen und diesen Kartoffeln anziehen, habe ich gehört, oh na gut, das ist in der heutigen Zeit noch so, ne? Diese Tradition ist nicht gestorben. Aber dann weißt du, wie zum Beispiel den Wachmann nach Hause bringen oder mit der Manikuristin, dass sie nach Hause kommt, das ist doch heutzutage nicht mehr denkbar. Da habe ich mich so gefragt, wann ist eigentlich der Wachmann, der Wachtmeister, der die Leute nach Hause bringt und so, wann ist der Beruf eigentlich eingestellt worden? Nein, ist nicht eingestellt. Ich glaube einfach, die Arbeit der Polizei hat sich in der Hinsicht verlagert. Ne? Oder dieser, ja, aber wann ist das passiert? Schade. In der DDR gab es ja auch noch immer diesen, wie heißt es, Kontaktbeamter oder Schutzbeamter, der eben tatsächlich sozusagen seine Runde gegangen ist in seinem Viertel, in seiner Hurt, in seinem Kiez. Und wird er jetzt hier? Naja. Und das ist eben jetzt nicht mehr, oder zumindest nicht mehr in der Form so. Ich meine, so ein Pediküre und Maniküre kommt ja heute noch nach Hause, aber das ist ja nicht mehr so rentabel. Ne? Also am Anfang habe ich noch so gedacht, Mensch, das wird ja so dargestellt, dass Sven als mein Mann als Manikuristin recht gut leben kann. Sie sah ja sehr gepflegt aus und auch sehr, sehr ordentlich. Naja, was heißt gut leben kann? Sie hat halt ein Zimmer, wo sie übernachtet. Naja, wo muss man ihr Geld einsparen, wenn sie Kleider tragen will, ne? Aber nachher hat sich das ja auch ein bisschen revidiert. Also, Kellner haben schon immer schlecht verdient. Der Hinsicht ist ja durchaus ein interessantes Zeit- oder Gesellschaftsporträt. Und was man eben sagen kann, ja, hat sich nicht viel dran geändert bis heute so ungefähr. Die Mietverhältnisse und Mietbedingungen, wie das so. Aber gibt es sowas? Also, das ist ja nur ein Fantasieprodukt oder was? Mit dem morgens und abends, ja, dass das so wechselt. Würde ich auch eher denken, dass das nicht mehr so ist. Andererseits würde ich auch behaupten, vielleicht kenne ich mich auch einfach nicht aus, wenn ich mal mehr so lese, von wegen hier die Studenten finden alle keine Zimmer mehr und müssen in der Turnhalle schlafen. Und wer weiß, was es so für findige, in großen Anführungszeichen, Vermieter in Großstädten gibt. Also das, ja, gut, wenn ich persönlich jetzt einig sehe, aber ich habe immer zum Beispiel gedacht, arbeitet ihr 7 Tage die Woche durch? Wenn einer krank ist, habt ihr nicht mal frei hat? Ihr könnt nie ausschlafen. Also dass der erste gerade in mir gekommen ist, wo ich dachte so, oh, wenn die zusammenkommen, dann können die endlich mal ausschlafen, ohne dass er die oben mit die Frau Seidelbaster um 8 Uhr ohne Vorwarnung reinknallert. Das ist echt für mich ein verschwendeter Witz, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich fände es toll gefunden, nachdem die da beide sich hinlegen, ganz unkeusch und unverheiratet, wenn Frau Seidel was morgens um 8 Uhr reingekommen wäre und dachte immer, nu, was ist denn hier los? Das hätte ich toll gefunden. Kann ich ja nicht fassen. Das ist also gut, das ist jetzt eine Perspektive, die in den heutigen Film definitiv drin wäre. Aber das finde ich echt schade, dass das nicht drin ist.
Also, das ist ein interessanter Punkt, ne? Dass so dieses, ja, wie doll nimmt man diese Welt als gegeben hin oder wie hinterfragt man so bestimmte Sachen? Von wegen, ne, wenn die jetzt krank gewesen wären und kommen die aus dem Bett, hätte die Frau Seidelbass dann noch weitere Zimmer da irgendwie gehabt, wo der andere dann eben in der Zeit schlafen kann, darf, soll, muss? Oder wären sie dann aufeinander gestoßen? Ja, das ist ja wirklich Hostel, ne? Das ist ja der Vorgänger vom Hostel. Das ist ja, naja, Leute, das die ja haben ja ihre ganzen Mietskaserne Sachen da, oder, ne? Oder dass man eben sagt, hier, ja, nee. So Arbeiterunterkünfte, aber passt halt nicht so hundertprozentig, weil die in der Form jetzt eben Dienstleister sind und nicht Arbeit. Also ich fand es von der Idee auf jeden Fall sehr interessant, weil das gibt es in der Art nicht. Also das war auf jeden Fall meine Erwartungshaltung. Also als du mir das allererste Mal davon erzählt hast, hast du ja nur im Groben gesagt, es gibt zwei Leute, die mit Tag und Nacht sozusagen nicht das Zimmer teilen. Und dann habe ich ja an meinen K-Drama gedacht und dachte, nee, also mein taiwanesisches Drama gedacht. Und ja, der Vergleich ist unglaublich unpassend. Auf so vielen Ebenen. Also du hast du mich geködert und dann Richtung getrieben. Ich weiß ja auch immer nicht ganz genau, was oder du hast einfach das Falsche erwartet. Das ist natürlich das Erste, woran ich dachte, so, ne, weil das mir nicht gepasst hat, weil das von einem Grundprinzip nicht ist. Aber das, ja, ich will nur mal ganz kurz, weil ich es vorhin ja so dezent erwähnt habe, diesen abgedrehten Gedanken von wegen Hänsel und Gretel und Hans und Grete. Es passt natürlich auch in, also ich überlege gerade, ob man sagen könnte, es ist irgendwie so eine märchenhafte Besinnung, aber es ist ja auch Quatsch, weil Hänsel und Gretel sind Brüderchen und Schwesterchen und die beiden sind ja keine Verwandten. Deswegen streiche ich diese. Also ich möchte an dieser Stelle aber auch, ja, das ist schön. Ich habe immer gedacht, die hieß Trude. Ich habe immer gedacht, dass er sagt Trudelchen. Oder meinst du Gretelchen, okay. Klingt auch besser, ne? Trude wäre ja echt zu hart, ne? Aber ich habe echt gedacht, ja, das sind halt Trendnamen, ne? Also du hast ja in Deutschland immer diese Wellen an Namen, die dann immer kommen und die 30er Jahre, obwohl die Leute, die ich kenne, die in den 20ern und 30ern geboren sind, die heißen ja auch, gibt es ja ganz viele Hans. Hans gibt es ja immer. Oh. Das ist ja ein, wie, das ist überlebt, ne? Aber da gibt es auch viele Gretel aus der Zeit, ne? Aus der ganzen Hand und Greta, gibt es ja verschiedene Varianten. Ich kenne tatsächlich nur Gretel von den Älteren, die ich kenne, aber es ist trotzdem so, dass es so diese Zeit auch ungefähr gewesen, ne, den Dreh. Ja, und wenn es dann eben wieder dann zwei, drei Generationen später ist und man sagt, hier, du kriegst eben den Namen von deinem Großvater, Vater, Uropa oder sonst was, ne, dass die dadurch dann wiederkehren oder erneut auftreten oder so, oder weiß ich was. Also da muss ich mal kurz sagen, mein Klassenkamerad hat seine Tochter Wilhelmine genannt. Gut, weiter. Das hat mich auch war überraschend. Ja. Ich glaube, ich bin da mittlerweile auch aus dem Alter raus, wo du denkst, das ist ein doofer Name oder das ist ein guter Name und denkst so, das sind halt Namen. Ja, letztendlich musst du den selbst gefunden, da kannst du dich nicht reinstecken. Vielleicht eher noch interessant zu wissen, ob es irgendeine Geschichte dahinter gibt oder sowas. Also ich logischerweise habe ich mir eigentlich nichts weiter aufgeschrieben, weil wir den Film auch gerade erst geguckt haben. Und du auch nie mitschreibst, wenn wir Filme gucken? Doch, einmal irgendwann habe ich es mal gemacht. Nichtsdestotrotz, ich überlege gerade, was noch so ein großer Punkt ist oder so, der mir noch irgendwie einfällt. Also ich fand, ja, der hatte so manche Details hatte der Film drin, das ist dann auch, wenn unser Hans, einmal im Hof wartet, dass sein Zimmer sozusagen frei wird und die Straßenmusikanten singen und erhoffen sich Gelder, dass er dann immer zeigt, hier, wer könnte jetzt Geld haben und wer nicht und natürlich immer genau falsch liegt, weil der Mann, der mit seiner Aktentasche rumrennt und so aussieht, als könnte er Geld haben, läuft natürlich vorbei und spendet nichts und die Dame, die gerade vom Einkaufen anscheinend kommt, die lässt noch ein Geldstückchen da und solche Sachen. Obwohl, ich glaube, das hat er als Trizen gemacht, ne? Weil er hat ja auch sehr zufrieden gelacht, als er erkannt hat, dass er immer falsch lag. Ja, aber ne, so. Und das auch allgemein immer mal so ein paar kleine nette Gesten mit dran waren. Oder wenn hier die eine Arbeitskollegin von Grete, wenn Grete sagt, so, oh, mir geht's gerade nicht so gut und ich habe doch eigentlich jetzt das Date und dann ihre Arbeitskollegin ihr einmal so zuzwinkert, ne? Macht doch Kopfschmerzen oder so. Auch das wäre so ein total cooler Moment, weil falle ich natürlich gleich wieder rein, wo sie sagt, ja, tu doch so, als hättest du Kopfschmerzen und dreht in dem Moment hier den Föhn so auf laut, dass man auch als Zuschauer sogar so ein bisschen in Anführungszeichen Kopfschmerz kriegt, weil das so laut immer dröhnt und dann können wir auch das Gespräch nicht mehr genau hören, wir wissen eigentlich ungefähr, was gesagt wird, aber dass eben da auch wieder so mit diesem Bildton, dass da inhaltlich eben auch sehr viel gearbeitet wird, finde ich, das fand ich auch sehr schön. Entschuldigung. Ja, ich finde, ich habe da hab ich auch gedacht, Mensch, für den Kopfschmerzen bist du heutzutage nicht nach Hause. Und Zeiten ändern sich. Aber ich,
ich hatte jetzt gerade noch zwei Sachen gehabt. Jetzt überlege ich gerade welche, wenn ich mir nichts aufschreibe nebenbei. Vielleicht noch der andere Typ? Der nee, bring mich jetzt mal nicht auf eine ganz andere Fährte. Und mir geht es eher sozusagen, eine erste Frage, hast du das Gefühl gehabt, der Film war 100% Studioaufnahme? Nee, Sanssouci war echt. Aber sonst war viel Studio. Ich habe zwei Einstellungen, habe ich kurz überlegt, so auf der Straße. Ist das, ja, das sieht jetzt wie nach einer Kulisse aus, dieser Teil, aber das da hinten, das könnte auch, Aber laut Booklet, wo hier angegeben ist, Drehorte, steht einfach nur die Uferateliers Neubabelsberg, Schloss Sanssouci. Okay, nee, steht doch noch Berlin dahinter. Also es könnte tatsächlich ein, zwei Sachen auf der Straße gewesen sein. Wie ging es dir? Hast du gedacht, es ist was auf der Straße gewesen oder alles Studio oder? Die Straßenszene selbst, da war ich mir nicht sicher, weil teilweise sah es künstlich aus, teilweise sah es sehr echt aus. Fand ich sehr schwer einzuschätzen. Was zum Beispiel für mich echt, wo ich so am ehesten dachte, das könnte echt sein, aber andererseits haben wir auch, aber ja, das ist ja auch gut im Studio nach vorne, ist das, wo sie da sich sozusagen am Bahnhof sind und dann ist da hier, ja, zum Westkreuz so ein Schild und da ich so, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein echtes Schild ist, aber andererseits ist es auch schon wieder in so gutem Zustand, dass ich vielleicht auch tatsächlich ein Nachbau habe. Und natürlich, wenn sie in die Straßenbahn, wenn sie in die Straßenbahn steigen oder die elektrische, wie sie es da nennen, wenn sie da einsteigen, die wird eine echte gewesen, bin mir auch wieder nicht sicher, ob sie es nicht auch im Studio so ein Ding haben. Das glaube ich auch echt. Aber also du würdest sagen, es ist auf jeden Fall ein bisschen was in der Stadt. Also wie gesagt, das würde natürlich passen. Ich habe das jetzt hier im ersten Moment natürlich überlesen. Ich fand teilweise, wenn das die Kulissen waren, die waren schon sehr künstlich im Aus, das hat man schon erkannt. Also ich fand, aber deswegen war ich bei manchen Stellen, weiß ich immer nicht, ob das die Perspektive war. Oder vielleicht auch ein bisschen die Qualität dann. Da war ich unsicher. Also. Aber ja, in dem Hinsicht, die Illusion hat funktioniert auf jeden Fall. Ja, also ich fand das jetzt nicht schlecht, ne, um Gottes Willen. Ich fand das hat alles sehr ordentlich schön gemacht, ne, davon ab. Und dann so vom sozialen Kontext einordnen, würdest du sagen, das ist auch eine politische Botschaft sozusagen, die du erkannt hast im Film? Oder ist es ein reiner Unterhaltungsfilm, der für dich sozusagen neutral bleibt? Naja, wenn man jetzt denkt, hier, ne, Weltwirtschaftskrise Ende der 20er und wir erleben jetzt hier eben nicht die bessere Gesellschaft sozusagen, die finanziell sorgenfrei, oder nicht nur diese besser gestellte, finanziell sorgenfreie Gesellschaft, sondern eben auch die, in Anführungszeichen, einfachen Leute, die eben ja mit solchen Dingen zu tun haben, wie habe ich eine eigene Wohnung, was kann ich mir leisten, wie ist eigentlich mein Tagesablauf, wie kann man eigentlich in der Großstadt sozusagen jemanden kennenlernen, was für Probleme gibt es da sozusagen überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und was ist das sozusagen für ein Leben. Also ob das nun sozusagen politisch neutraler Film ist oder Film, der politische Stellung bezieht, ist mir relativ egal, was der Film sagen wollte. Es geht mir eher mehr darum, was ich dann so darin sehe. Ne? Und ja, deswegen frage ich ja, wenn du jetzt direkt darauf achtest, ob du da irgendwie was entdeckst für dich. Also, natürlich entdecke ich irgendwas für mich, so klar. Ne? So dieses, es ist eine Art Kommentar eben zu der Zeit oder zu den Verhältnissen. Denke jetzt gerade auch ein bisschen an Der letzte Mann nochmal, den Stummfilm ein paar Jahre vorher in den 20ern. Wo man eben auch so eine Milieustudie ein bisschen mit drin hat von dem Portier, der eben quasi der Chef oder der König sozusagen war in der Hotelvorhalle und dann eben knallhart erniedrigt wird und auch in total einfachen Verhältnissen lebt. Und da eben auch so ein bisschen den Schein versucht aufrechtzuerhalten vor anderen Menschen, was ja hier auch so getan würde, dass man erstmal so guckt und da gebe ich mich als was Besseres aus oder so. Oder ne, ja, natürlich können wir Taxi fahren, ich habe ja 5 Millionen Euro auf der hohen Kante und sowas. Dass diese Sorgen und Nöte durchaus nicht die Hauptrolle spielen, aber zum Teil der Erzählung sind, ja. Mhm. Wie geht's dir so damit? Ja, würde ich dir zustimmen. Das sehe ich genauso tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, das Problem hast du wahrscheinlich ja weniger als ich, aber ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass ich aus genau dieser Zeit schon viele Filme gesehen habe, oder beziehungsweise die älteren Filme gesehen habe, da wüsste ich jetzt nicht, wann die genau sind. Also ich meine jetzt, damit meine ich jetzt nicht das Jahreszahl, ich meine jetzt was wie 30er, 40er, 50er, also kriege ich nicht mehr nicht ganz auf die Kette. Naja, ne, wir hatten ja Victor und Victoria mal und jetzt eben, wie gesagt, Fokus, ich meine, der Kongestanz, der entzieht sich dieser Geschichte, oder? Also ich finde es in Amerika, aber gut, weil ich jetzt wahrscheinlich da eher so mit aufgewachsen bin, finde ich amerikanisch, auch bei Altklassiker, tatsächlich von der Zeit leichter einzuordnen mit den Phasen, die da so gab, wenn ich das sehe. Also im deutschen Kino, da fehlt mir sozusagen noch diese Verbindung, also das ist ja alles Training,
Ne? Also wenn du jetzt viel, naja, wenn du viel guckst aus der Art, dann kannst du ja, auch einen, dann kennst du die klar. Leute. Das sehe ich ja, das habe ich ja auch vor Jahren auch nicht so gedacht, wenn so ich jetzt koreanische Filme gucke oder so, dann kenne ich auch die meisten mit Namen und ja. weiß auch, wo die herkommen und was die noch für Projekte hatten und so. Das hätte ich vor Jahren nicht gedacht, dass ich das mal weiß. Das ist ja hier auch so ein Teil dieses Podcasts, dass man eben diese Entdeckungsreisen unternimmt und dann irgendwann feststellt so, diesem Kollegen bin ich schon bei dieser anderen Reise begegnet oder hier waren wir doch schon mal und dann eben so ganz leicht nach und nach so eine Art Netzwerk sich vielleicht herum. Genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel mehr diese Filme gucken würde, dann hätte ich auch eine andere Vorstellung auch von den Interaktionen der Schauspieler und wie diese Aufgaben sind, aber das habe ich zu selten, weil ich, wenn ich persönlich jetzt Privatfilme gucke, dann gucke ich ja sehr international und mit sehr international meine ich jetzt nicht USA oder Großbritannien. So. Naja. Ja, das waren deine beiden Fragen, die du noch hattest. Ja, war noch mehr als du hattest. Naja, nee, genau, ich wollte nur nicht dich jetzt irgendwie wieder abwürgen oder sonst wie, sondern... Nö, aber ich finde, weil du kennst ja meine Haltung, ich finde es immer wirklich versuchen, einen sozialen Kontext aufzumachen und ich finde es immer ein bisschen schade, dass ich da bei Deutsch nur oberflächlich was über beitragen kann. Ne? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich so in die Tiefe gehen, was ich hier beitrage, aber... Also mich würde das zum Beispiel interessieren, weil du ja auch mal sagst, du hast so viele Kriegs- und Nachkriegsfilme sozusagen gesehen. Ach, vieles, oder aus der Nazi-Zeit produzierte Filme. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, auch einen Film zu sehen, der aus genau aus dieser Zeit kommt, aber wo auch eine politische Botschaft auch drin ist. Also in der, oder meinst du, ich will jetzt mal jetzt nicht sowas wie Jud Süß oder so, ich meine jetzt einfach mal, das kann auch gerne Antikriegsfilm oder also es kann ja auch ein Verbotsfilm sein. Also nicht Verbotsfilm in der Hinsicht, das rede ich mich hier gerade hoch, aber ich meine jetzt in der Hinsicht vielleicht mal so einen Blick, weil ich, du kennst ja, ich gucke ja mal sehr viele gerne mit historische, politische Auseinandersetzungen, solche Filme aus verschiedensten Epochen und von verschiedenen Ländern. Und das würde ich halt in Deutschland auch gerne mal machen. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe da eine große Bandbreite gar nicht abgedeckt. Also, weißt du, was ich meine? Na, der Punkt ist, meine Filmauswahl die nächsten Monate wird ja dabei bleiben, die alte deutsche Filme. Und wir nähern uns ja jetzt, wir kommen jetzt mit dem nächsten Film spätestens, glaube ich, 1933 an. Ich habe jetzt nicht die völlig umfassende Kenntnis aller Filme, logischerweise, aber es ist ja vielleicht eine These zu sagen, solche Milieus werden dann vielleicht nicht mehr zu sehen sein. Oder wir werden die Filme, die dann so 33 bis 45 geschätzt jetzt mal so, werden eher andere Handlungsorte haben oder andere Schicksale porträtieren. Dass man sagt, ne, bestimmte Sachen werden eben ausgeblendet oder es wird eben oft vordergründig ganz doll auf Unterhaltung gesetzt, auf Pomp und Schick und solche Sachen. Und das ist, werden wir dann vielleicht in den nächsten Ausgaben dann sehen, ohne dass das dann völlig repräsentativ wäre, aber dass man eben ja den kleinen Einblick bekommt. Ja, das klingt schon, als wenn das alles ein Unterhaltungsfilmer wäre. Es okay. könnte eine Tendenz erreicht werden. Naja, ich manchmal so, ich persönlich gehe meine von mir, habe ja nicht viele Fehler, wie jeder wahrscheinlich viele Menschen, dass ich mal von mir ausgehe und ich gucke halt immer, wenn ich halt zum Beispiel Filme suche, dann gucke ich ja immer sehr gerne nach einer politischen Botschaft, einem gesellschaftlichen Kontext, der dargestellt wird. So, den Wang Zhu-Film, den ich so nicht gesehen habe, oder zum Beispiel, als wir White Batch besprochen haben, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr coole Besprechung. Und da muss ich sagen, ich finde, also ja, ich für mich ist das ein Unterschied, also ich will damit nur kurz sagen, für mich ist das ein Unterschied, ob ich jetzt einen Film sehe, nehme ich jetzt als Beispiel White Batch, ne? Wenn ich jetzt einen Film sehe, der jetzt den Vietnamkrieg spielt, der dann gedreht wurde und dann sehe ich sozusagen in der Zeit eine Liebeskomödie, die in dieser Zeit gedreht wurde, die aber als andere nicht porträtiert und einfach nur so ein kleines Ding aus der Ära. Oder ob ich halt einen Film sehe, der sozusagen genau das, auch vielleicht auch einen älteren, neueren Film, der das reflektieren nochmal diesen gesellschaftlichen Kontext nochmal aufmacht und porträtiert oder kommentiert tatsächlich. Und was ich meinte ist, weil du jetzt diese ganzen Filme hier sozusagen ja noch in der Planung hast, dass ich halt gerne auch mal einen Film hätte, der das thematisiert. Also in der Hinsicht, ob das vielleicht, das finde ich halt schön, wenn du noch mal so einen raussuchen würdest und was jetzt genau thematisiert? Naja, die politischen Verhältnisse oder die gesellschaftlichen Verhältnisse und jetzt nicht immer, es spielt in der Zeit, aber es ist jetzt haben wir wieder ein Liebeskomödie, Wechselkomödie, so, also solche Sachen. Das ist für mich irgendwie so so wie der Film heute, fand ich jetzt mal ganz interessant, aber das ist für mich halt so ein Ding, gucke ich mir jetzt persönlich nicht an. Der Punkt ist, dass ja dann eben, ne, ist eben dann alles staatlich kontrolliert, die Filmwirtschaft, oder über den allergrößten Teil, weil die UFA eben dann staatlich wird und dann gibt es eben noch, glaube ich, ein, zwei vielleicht eher kleinere Filmstudios,
Filmstudios oder Filmproduktionen, die dann vielleicht in Anführungszeichen unabhängig Filme machen können, aber die dann wahrscheinlich nicht großartig stattgefunden haben. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass eben so ein Film reinkommt, der sich ganz konkret irgendwie mit der politischen Lage auseinandersetzt oder sie kritisch beleuchtet. Vielleicht irgendwelche Filme, die eher sagen, so die politische Lage in eine andere Zeit zu verlegen und als was Positives vielleicht hinzustellen, um eben eine bestimmte Gedankenhaltung zu unterstützen oder eben Menschen darauf einzustellen, hey, es kommt bald Krieg und da müssen wir solche Werte verkaufen wie unser Land, unser Boden, unser Blut und das ist ja, toll. Ja, gut, aber wenn er zum Beispiel jetzt einen Film raussucht, der ist aus den 50ern, 60ern, der kann ja schon mal einen Blick zurückwerfen. Ja, 50er, 60er ist schon wieder was ganz anderes. Ja, das meine ich ja. Aber also ich bin jetzt so in diesem Zeitraum so Richtung, ja, ne, wir sind jetzt 32 und die nächsten Filme so bis Richtung 1940 sich irgendwie bewegen wahrscheinlich. Du hattest ja auch schon was wie hier Große Freiheit Nummer 7, warst ja auch dabei, ne? Das war ja aber auch 44, 45. Genau. Das ist zum Beispiel so ein Film gewesen, der tatsächlich jetzt meiner Ausführung quasi ein bisschen widerspricht, weil es auch ein Uferfilm ist, aber der sich quasi so ein bisschen in Anführungszeichen durchgemogelt hat da. Und das ja dann doch auch kommentiert hat. Ja, obwohl ich sagen muss an der Stelle, also ich weiß, dass wir damals dafür kritisiert worden sind, dass wir diese politischen Verhältnisse in diesem Fall außen vor lassen, als wir das besprochen hatten. Aber ich fand, dass wir das auch in diesem Film war für mich auch so 90% nur diese Liebe leider tatsächlich drin. Und naja, das waren nicht wirklich diese politischen Verhältnisse, da, außer jetzt Reeperbahn zu sehen und wenn er dann seinen Job da ausübt. Das war für mich auch... Ja, also das ist nicht das, was ich vorhin persönlich suchen würde, was ich jetzt so gerne mal erörtern würde oder so. Ja, also ich also ich fand zum Beispiel, also das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil mir fällt jetzt nichts anderes ein, aus dem Stegreif. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren lief ja im Kino, also auch bei euch sozusagen, dieser neue Film Mantel des Schweigens. Im Labyrinth des Schweigens. Labyrinth des Schweigens, ne? Den fand ich so mal, also sowas vielleicht so von dem Stil her meine ich jetzt nur mal so, dass du so ja mal Antion hast. Also ich glaube, sowas wird eher nicht dabei sein. Aber ich kenne die ja auch nicht alle Filme. Ich habe ja auch so mehr so dieses, okay, die sind aus der Zeit, deswegen nehme ich die jetzt mal. Einfach, weil es mich interessiert, ne? Es ist ja, ich will jetzt hier deine Sachen nicht vorschreiben. Nee, nein, ich kann ja auch nicht behaupten, ich würde jetzt kennen, ich muss jetzt nur, gut, wir wollen jetzt thematisch dahin gehen, dann nehme ich jetzt diesen Film oder so. So gut kenne ich mich ja auch nicht aus. Für mich ist es ja auch eine Entdeckungsreise. Ja, ich finde es persönlich extrem schwer, solche Sachen zu finden. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich persönlich suche jetzt schon seit 4 Tagen koreanische Filme aus der Zeit der Militärdiktatur in Korea. Ja. Finde ich auch super schwer, da was zu finden. Also was jetzt meinen Ansprüchen sozusagen entspricht. Naja. Ja, das ist ja vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um überzuleiten, wie es hier weitergeht. Genau, ganz kurz, ich wollte noch zu White Badge, wollte ich sagen. Nicht mal eine Sekunde. Zu White Badge wollte ich noch sagen, dass ich auch froh bin, dass wir den Film geschaut und besprochen haben und dass ich aber nachdem, ich hatte mir dann die Blu-ray bestellt vom koreanischen Filmarchiv, und habe dann eben gesehen, wie toll dieser Film aussehen kann und habe da noch so viel mehr, logischerweise beim Wiedersehen guckt man ja auf ganz andere Sachen, beziehungsweise entdeckt angesichts der Bildqualität, habe ich auch einfach ganz andere Sachen endlich überhaupt erstmal gesehen und habe auch manche Sachen, wo ich jetzt denken würde, ich glaube gerade, dass das mit der Impotenz oder so, wo wir darüber gesprochen haben, dass ich da Sachen falsch verstanden habe, auch definitiv, und die beim zweiten Sehen dann erstmal einordnen oder zuordnen konnte. Also ich habe sie richtig verstanden, weil ich weiß, dass wir da nicht, uns nicht einig waren in diesem Moment. Das kann ich dir nicht mehr sagen, es ist sehr gut möglich, ich weiß nicht mehr genau, was du da gesagt hattest und ich weiß aber nur, dass ich dann das Gefühl hatte, ich glaube, das, was ich da im Cast gesagt habe, das passt nicht so richtig jetzt, wo ich das hier nochmal sehe und nachvollziehe, wie wer sich wo verhält und warum er was macht oder nicht macht. Aber was mich interessieren würde, jetzt wo du den restauriert gesehen hast, wenn zum Beispiel die Nachtszene ist, wo die ihn angeblich angreifen. Das konnten wir uns damals gar nicht sehen. Mhm. Sieht man da was? Also es ist nicht einfach nur ein schwarz-grauer Klumpen. es ist schon was zu erahnen mindestens, dass sich da Dinge bewegen und so. Es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sagt, da. Es ist, sollte natürlich auch so sein. Das hatte ich tatsächlich auch so, glaube ich, gesagt, dass ich nicht annehme, dass da jetzt irgendwie ganz genau alles so zu erkennen ist, sondern dass es auch schon so wirken soll, als die sind sich auch ein bisschen unsicher und schießt ihm da eine. Mhm. Also das ist schon ähnlich, aber es ist einfach ein riesiger Unterschied. Also es, ne, die Version, die eben auf dem offiziellen YouTube-Kanal vom koreanischen Filmarchiv ist, die ist halt in, ich weiß gar nicht, 480p, glaube ich, höchstens aufgelöst und nicht restauriert. Und die Blu-ray ist nun mal deutlich höher aufgelöst und hat einfach auch ein schönes Bild da. Ja, du hast ja neulich, also
ja doch letztlich viel mit dem Koreanischen Filminstitut auch auseinandergesetzt, oder? Ja, ich habe dann irgendwie Bock bekommen und auch da ist natürlich so dieses, ja, das klingt so halbwegs interessant. Dann habe ich noch in irgendeinem Forum dann so einen halben Thread noch gefunden, wo so 3 oder 4 Leute anscheinend auch so eine Dinger sammeln aus Amerika und so schrieben, ja, den Film fanden sie nicht so, den fanden sie gut. Dann habe ich auch so ein bisschen geguckt, ja, was ist denn so vielleicht noch so Richtung Krimi oder Thriller-mäßig und so thematische Sachen. Und also ich freue mich, also ja, ich finde das schön. Bin also eben auch wieder gespannt, ja. Die nächsten, die ja jetzt, also ich habe noch den Jacko, hatte ich noch geguckt, habe jetzt noch 2 Stunden. Naja, das können wir vielleicht in der Serienoase noch mal ein bisschen näher erläutern, unserem anderen Podcast. Ja, das ist ein schönes Thema für den September. Also ostasiatische Serien und Filme geht. So, genau, bevor wir zu dem kommen, mache ich noch jetzt die andere Klammer, die ich abschließen wollte, bevor ich sagte, noch mal kurz zu White Badge. Das Thema, was ist denn hier so als nächstes dran? Wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt, es ist dann endlich Die Erben dran. Von William Wyler aus dem Jahre 1955 mit Olivier de Havilland und Montgomery Clift. Montgomery Clift, ja. Für mich persönlich eine schönste Rolle. Ihr habt die Chance, diesen Film, wenn ihr euch vorbereiten wollt, hausaufgabentechnisch auf Die Erben, könnt ihr eine Blu-ray kaufen von Explosive Media im Vertrieb für euch von Kochfilms. Er läuft jetzt Anfang August auch auf Arte. Ich bin mir jetzt aus dem Stand nicht sicher, ob das direkt am Montag, 3. August ist. Aber ich glaube, in der ersten Augustwoche ist er auf Arte zu sehen. Eventuell auch in der Mediathek. Ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Das dazu, wer Ich bei Tag und Du bei Nacht sehen will, der kann sich die Blu-ray oder sogar, glaube ich, die DVD holen in der Concord Classic Selection. Man sieht im Film sein Alter an. Es gibt mehr als genug Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Ich glaube auch, die Titeleinblendungen sind nicht die Originalen. Es gibt auch eine kleine Hinweiseinblendung ganz zu Beginn, von wegen, dass in den 70ern der Gosfilmfonds, also das russische Filmarchiv, ich weiß gar nicht, ob es Filmarchiv ist, aber behaupte ich jetzt einfach, dass da eben eine Kopie aufgetaucht ist und 1-2 Sachen noch da von dort ergänzt worden sind. Der Ton ist, wie gesagt, auch nicht definitiv weit ab von allerbester Zustand. Aber ich finde es ja immer schön, wenn diese Filme überhaupt zugänglich gemacht werden können und dann auch noch eben auf Blu-ray. Das ist, finde ich, eine gute Sache. Ja, passt in jede Sammlung rein, ne? Und ich muss auch sagen, von den letzten Filmen, die wir gesichtet haben, war das für mich auch das Schönste. Ja, die schönsten Hauptdarsteller. Also ich meine jetzt mit nicht optisch. Das ist der gleiche Hauptdarsteller. Nee, ich meine jetzt nicht die schönen. Also die Haupt, also ich so am sympathischen, also den habe ich gern zugeguckt. Das hatte ich bei den letzten 5 schon mal gehabt. Und dann kommt hier schon mal die Ankündigung nach der Erbin, bin ich dann wieder dran und dann geht es natürlich weiter. Dann kommen wir nach 1933 und zu einem Film, der heißt Gold. Und da ist die Hauptfigur Hans Albers, den du zum Beispiel eben aus Große Freiheit Nummer 7 da schon. Schon, wenn er wieder aussieht, hat er auch bei Blauer Engel mitgemacht? Ja, genau, der ist das, der noch okay. Da ein bisschen mehr Nebenrolle hat. Aber genau, Hans Albers, die Nagierin. Das sind also die nächsten beiden Ausgaben, die geplant sind. Hoffentlich wieder dann im gewohnten Rhythmus mindestens. Wir hatten gerade noch überlegt, Kali hat vorgeschlagen, ob wir nicht die Erben dann Mitte des Monats August sozusagen raushauen, dass wir ein bisschen wieder aufholen, unsere ungewollte Pause. Mal gucken, ihr werdet es dann in eurem Podcatcher hören oder bei Apple Podcasts. Ich glaube, wir sind auch wahrscheinlich bei anderen Dingern, sind wir wahrscheinlich auch irgendwie gelistet. Das ist ja alles so relativ frei zugänglich. Wenn ihr für diesen Podcast bezahlt habt, dann habt ihr, muss ich sagen, das ist eigentlich nicht richtig. Dieser Podcast ist kostenlos. Ja, wie kommst du jetzt da drauf? Keine Ahnung, ob es irgendwelche App-Anbieter gibt oder so, für die man bezahlen muss. Und dann kommen wir da und dann denke ich, ja, nee, also dafür musst du nicht bezahlen. Dafür gibt es andere. Da gibt es die Möglichkeit, das kostenlos zu hören. Und ich habe auch kein Interesse daran, hier für Geld zu verlangen. Also wollte ich einfach mal so gesagt haben. Kam total überraschend jetzt. Hast du noch irgendwelche Podcast-Tipps für uns? Ich habe noch so einiges hier auf der Liste stehen. Nicht nur Podcast-Tipps. Ehrlich? Gut, das zum einen alles. Möchte ich sagen, wer weitere, ich weiß nicht, ob anspruchsvoller das richtige Wort ist, aber vielleicht ein bisschen akademischere Herangehensweise an diesen Film hören möchte, Ich bei Tag und über Nacht, der kann bei unseren Kollegen Knut und Jochen vom Ein Filmarchiv-Podcast reinhören. Die hatten den schon besprochen. Worauf haben Sie sich fokussiert?
Mach, stell mich doch nicht so bloß hier. Ja, hört selbst. Hört euch den Podcast. Das ist nun mittlerweile, also die sind ja so wie wir damals wöchentlich, mit dem wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus, und die Folge ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder bei denen 3 oder 4 Monate her, und dementsprechend habe ich das auch schon vor der ganzen Zeit gehört. Okay. Und kann es dir nicht mehr genau sagen. Sie, ja, haben das Wöchentliche, das ist ja auch sportlich. Die haben auf jeden Fall auch das analysiert, eben was denn so das Thema ist, dass man eben einen Film im Film zeigt, wie diese Wechselwirkung ist, was so der Zeitpunkt dieses Films ist, wann der rauskam eben und was zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch in Filmen vorkam und dann später nicht mehr, möglicherweise, und solche Sachen. Aber genau, ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr. Also ich könnte es jetzt nicht eins zu eins wiederholen. Genau, das, also eine weitere Besprechung des Films. Dann hatte ich gerade schon Apple Podcasts erwähnt. Da könnt ihr uns zum Beispiel auch bewerten. Ihr könnt uns allgemein auch bewerten. Ihr könnt es anschreiben auf verschiedenen Wegen. Auf jeden Fall, bei Apple Podcasts haben wir eine neue Bewertung bekommen von Synchronomingo, der uns ein paar sehr freundliche Worte hinterlassen hat. Ich habe mir das jetzt gerade nicht absichtlich nicht aufgemacht. Ich könnte es noch vorlesen, aber wollte ihn einfach nochmal erwähnt haben. Vielen Dank, Synchronomingo, fürs Hören, und wir hoffen natürlich, dass wir auch weiterhin Freude bereiten können mit unserer Besprechung. Ja, vielen Dank, ja. Ja, dann hatte ich ja, glaube ich, ganz am Anfang mal noch angekündigt, die Gastspiele noch so zu nennen, wo du, ich und wir beide so zu hören waren in letzter Zeit. Ich habe mich ja in letzter Zeit sehr zurückgehalten. Und sie rar gemacht, die gute Dame. Eine Sache, bei der ich nicht mehr sicher bin, ob die schon bei White Badge oder davor schon erwähnt hatte, auf jeden Fall gibt es relativ frisch den Fernsehsessel-Podcast von, sein Name ist mir entfallen, aber er ist, glaube ich, auch auf jeden Fall hier aus Mecklenburg-Vorpommern, also räumlich relativ nah, der Fernsehsessel-Podcast. Und da war ich eingeladen zu Mörderische Ferien, aber da... Also ich glaube, es war schon jetzt Anfang des Jahres, kam die Folge raus, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Dann war ich mittlerweile 2-mal zu Gast bei Keanu Reloaded, bei Christian und Julius. Habe dort mich mit denen zu River's Edge, das Messer am Ufer, glaube ich, auf Deutsch, völlig unpassend, gesprochen. Und da ist rausgekommen, je nachdem, wann ihr diese Folge hier hört, die Besprechung zu Permanent Record, auf Deutsch The Last Song. Da war ich dann auch nochmal dabei, weil dann eigentlich nochmal so ein paar Brücken oder Vergleiche gezogen werden sollen zu River's Edge, was wir dann letztlich doch nicht mehr gemacht haben. Aber das wird dann vielleicht bei meinem nächsten Gastspiel in diesem Podcast der Fall sein, wenn es dann sehr wahrscheinlich um Point Break gehen wird. Ein Film, den ich gefühlt immer bei dir auf der Leinwand sehe. Ja. Gefühlt schon, also mal geguckt Fernseher. Hast. Ja, ich habe den schon halt mal geguckt, dass wenn ich vorbeilaufe, dass das läuft. Christiane, Julius, Kali und ich zu viert vor dem Mikrofon gibt es zu hören im Halbfinale des Cinematic Smash Team Tournaments. Das Team Brainflix war sozusagen unser Gegner und wir das Team Kamakama Chameleon haben uns den Fragen und Diskussionsanforderungen gestellt von Henning und Lara und haben da haben dieses Halbfinale gekämpft, und wie das ausgegangen ist, das könnt ihr ja beim Cinematic Smash Team Tournament hören. Ein Podcast, der, soweit ich es verstanden habe, immer noch nicht offiziell bei Apple Podcasts gelistet ist, aber den man... Anscheinend nur bei Apple kann man nicht, aber bei allen anderen Podcasts genau, ist er drauf. Also ich kenne Lust, ich weiß nicht warum, aber ich bin die einzige Person in Deutschland. Ja, weil du hast irgendwie US oder so in einer Einstellung oder irgendwas war doch da. Was habe ich? Du hast nicht das deutsche Apple Podcast, irgendwas war da, glaube ich. Aber ist auch egal. Nee, auf dem Handy habe ich das deutsche und ich bin trotzdem drauf, aber ich weiß, alle anderen kommen nicht rein. Vielleicht habe ich ihn rechtzeitig abonniert und ich weiß auch nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Also der Punkt an der Sache ist, wenn ihr mal einen bescheidenen Max hören wollt, hört euch bitte das Cinematic Smash Team an. Bescheidener geht nicht. Ja, das die Zurückhaltung, Größe, Freundlichkeit in Person, ja. Mit den besten Zitaten. Ja. Das war das zu den Gastspielen. Dann hatte ich mir noch ein Mini-Twitter-Ding aufgeschrieben, als ich nämlich mir die Erben gekauft hatte, die Blu-ray, hatte ich mir noch Faust im Nacken geholt und Parasite, also haben wir uns geholt. Und hatte dann so ein bisschen gefragt, so na, einer ist demnächst im Podcast, einer ist einfach so und einen habe ich schon mal gesehen. Und Parasite war der, den ich schon gesehen hatte, Faust im Nacken war der, den ich einfach nur so gekauft hatte und er bin eben vorgesehen für Dings. Und da kam dann sozusagen als halber Hörerwunsch, die Besprechung von Faust im Nacken wäre ja auch nicht verkehrt im Podcast. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall erstmal grundsätzlich notiert.
Du machst dir gerade ein bisschen große Augen. Weshalb? Ist das ein Film, den du schon kennst, den du gar nicht kennst? Also ich kenne ihn nicht, aber es klingt unglaublich nach Western. Es ist Marlon Brando als, ich glaube, Motorradfahrer. Ich lehne mich kurz aus dem Fenster und sage, der ist auch aus den 50ern, vielleicht aus den 60ern. Ich weiß es gar nicht. Aber genau. Das ist jetzt nicht sowas wie Easy Rider, oder? Ich habe den Film nicht gesehen. Ich glaube, es ist eher Jugend oder Menschen, die in ihren 20ern sind, aber Figuren spielen, die noch in ihren Teenager-Jahren sind. Mhm. Aber ich weiß es nicht genau. Aber so in dem Dreh irgendwie, auch da kann es ja sein, dass ich verkehrte Annahmen habe. Ich weiß, Elijah Kazan ist ein Regisseur, von dem ich auch viel zu wenig gesehen habe, der mich eigentlich auch sehr interessiert. Also vielleicht durch Corona, 2021, 22, 23 gibt es vielleicht auch mal die Faust im Nacken oder wie im Original heißt, na, wie heißt Faust im Nacken im Original, was meinst du? Ganz anders, ganz On anders. On the Waterfront. Natürlich. Glaube ich. Die deutschen Titel sind immer wieder genial, das ist wirklich, kommst du nie aufs Original zurück. So, haben wir das auch abgehakt und damit habe ich hier das, was ich so auf meinem Zettel stehen habe, abgehakt. Möchtest du den Ohren da draußen noch etwas mitteilen? Ja, ich kann jetzt sagen, was wir gerade in der Serienoir sozusagen in der Filmbesprechung haben. Und zwar die letzten beiden Ausgaben waren einmal ein taiwanesischer Film, A Sun, relativ neu, aber ein sehr preisgekrönter Film. Gibt es auch ein sehr preisgekrönter, ein fast ein bisschen mehr preisgekrönter Film? Gibt es nur preisgekrönt oder nicht preisgekrönt? Naja, ich wollte jetzt eigentlich auf den Punkt auch bringen, dass der sehr viele Preise hat. Nicht nur ein. Aber gut. Sehr preisgekrönt. Wie dem auch sei. Also Isan, das ist ein taiwanesisches Familiendrama und den wir, glaube ich, da kann ich auch für dich, jedem ans Herz legen können, von dem wir sehr angetan waren in der Besprechung. Und aktuell haben wir denn den Anime aus dem Studio Ghibli, das Königreich der Katzen sozusagen in der Besprechung. Also falls ihr vielleicht auch mal Lust habt auf modernere Filme, wo wir beide reden, dann würde ich euch gerne die aktuellen ins Herz legen wollen. Genau, Serienoase. Ja, Wiederaufführung ist, wenn ihr uns kontaktieren wollt, max@wiederaufführung.de ist, glaube ich, eine Mailadresse. Sonst wiederaufführung.de könnt ihr zu den Folgen Kommentare abgeben. Wir sind bei Twitter vertreten, auch persönlich. Sollte ich eigentlich auch dran denken, das meiste in die Shownotes zu schreiben. Da findet ihr auch nochmal so ein paar Links, zum Beispiel eben zu der Besprechung von einem Filmarchiv, zu dem tollen Tweet rund um die Erbin und Faust im Nacken. Und sonst bleibt mir eigentlich auch nur zu sagen, guckt Filme, habt Spaß dabei. Bis zur nächsten Ausgabe von Wiederaufführung. Auf Wiederhören. Ciao.